Herzlich willkommen zur ersten Sondersendung von der Republika 2014. Wir haben uns hier wieder ein schönes kleines Sendezentrum zusammengezimmert. Der Tim und ich sitzen hier, sind noch verzweifelt, weil aus dem Kopfhörer nur Mono, glaube ich, gerade kam bei Tim. Und wir machen einfach mit dem weiter, womit wir das Wochenende gestartet haben, nämlich dem professionellen Improvisieren. Genau, improvisieren wir erstmal unseren Namen herbei. Also es sprach soeben Claudia Krell. Und des Weiteren spricht der Tim Pritlove zu euch. Genau. Und wir sind nämlich das erste Team. Wir machen hier wieder unser beliebtes Bäumchen-Wechsel-Dich-Spielchen, denn wir haben ja eigentlich noch den Ralf Stockmann, mit im Team. Einer setzt immer aus und Ralf fängt damit sozusagen an. Mit dem Aussetzen bleiben wir beide sozusagen noch übrig. Und versuchen jetzt hier in den Flow zu kommen. Wir sind auf der Republika 2014. Das ist jetzt die achte, habe ich gestern nochmal gelernt. Man vergisst das ja schnell. Die erste mit David Hasselhoff. Die erste. Genau, die erste mit David Hasselhoff. Ich habe ihn gesehen. The Hoff live on stage. Also ich habe ja heute Klaas Häufer Umlauf gesehen. Das hat mich mehr umgehauen. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ich hatte auch wenig Erwartungen, muss ich sagen. Ich dachte mir so, das schaust du dir jetzt mal an, weil dann hast du es zumindest gesehen und kannst dann später deinen Kindern davon erzählen, wie es war. Es war auch relativ cheesy. Hast du es eigentlich auch gesehen? Ich habe es mir kurz angeguckt, weil ich noch Themen zusammengeschustert habe für diese Sendung. Ja. Und dann sprach er von seinem neuen Song, dem Looking for Digital Freedom. Und da dachte ich, oh, ich gehe mal lieber. Ja. Ja, das war auch so der Punkt, wo ich auch so langsam ausstieg. Man muss sagen, es hatte ja ein, also es war auf der einen Seite war es ja so ein Sponsored Talk, ja? Also es war von F-Secure, die Firma erwähne ich jetzt deshalb, weil dieser Mikro, ich weiß mal nicht, wie man seinen Namen richtig schreibt und ausspricht, Hyponen heißt er so, wie auch immer. Der Typ ist ja an sich ziemlich cool, also finde ich zumindest, der vertritt diese Firma schon nach langer Zeit, schon seit langer Zeit nach außen, ist also so das sichtbarste Gesicht, ich weiß gar nicht, ob er jetzt auch der Gründer und Chef und alles ist, auf jeden Fall ist er sehr bekannt dafür, eine eigene Meinung zu haben und gerade in dieser ganzen Sicherheitsdebatte und Überwachungsdebatte war er da immer ganz vorne, zum Beispiel als anrüchig wurde, dass die Firma RSA da auch mit der NSA geheime Bünde geschmiedet hat, was sie natürlich alles abgestritten haben, hat er dann gleich Konferenz abgesagt etc. Also ich fand es an sich ganz charming, dass sie versuchen, diesem angeblich so langweiligen Thema eine Bühne zu geben, indem man dann halt so jemanden wie David Hasselhoff mit dazu nimmt, weil es hatte ja auch die entsprechende Wirkung. Ja, das war alles Isle of voll. Nerds, Isle of Geeks, alles super. Ja. Aber mir wurde zugetragen, dass dann eine bestimmte Seite gezeigt wurde von F-Secure und die war nur HTTP und dann das ganze Publikum lachte und fragte nach HTTPS. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wie ich saß ganz Also es wurde mir nur zugetragen, wie gesagt, ich bin nach dem Song ausgestiegen, deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen, aber vielleicht kann uns dazu ja noch jemand was reinreichen. Ja, also The Hoff, ein interessantes Detail, aber sicherlich nicht das Interessanteste an der Republik. Ich habe heute Morgen zum Auftakt im Radio gehört, wie, ich glaube, Markus Beckett alles sagte, es gibt ja noch 18 andere Bühnen. Genau, zum Beispiel die Bühne T, da ist nämlich das Sendezentrum, da befinden wir uns jetzt und wir müssen kurz den Beweis antreten, dass wir nicht alleine sind und begrüßen in dem Zusammenhang unser Publikum, was wir kaum sehen können, weil die Lampen so hell strahlen, aber vielleicht können wir euch mal kurz hören. Hallo. Hallo. Yeah. Man hört auch, es hat hier alles einen sehr klerikalen Charakter. Wir sitzen hier in so einem Gewölbe. Wir predigen jetzt so richtig. Genau, jetzt wird man hier so richtig schön von der Kanzel herunter gerantet. Ich denke, wir haben hier so die Akustik so halbwegs in den Griff bekommen. Einfach war es nicht und machen jetzt das Beste draus. Aber offensichtlich werden wir ja gehört. Und ich würde sagen, wir gehen auch ganz schnell zu unserem ersten Gast. Da ist nämlich jemand schon ein bisschen müde. Genau. Und zwar ist Susanne Miro hier. Du hast heute einen Talk gehalten über Elternblogs und du hast passenderweise auch gleich noch jemanden mitgebracht. Ja. Hallo, wer bist du denn? Willst du das mal kurz sagen? Liede. Möchtest du? Nein, möchtest du nicht. Die also Tochter. Eigentlich, genau, die Tochter ist da. Die Tochter und der Sohn ist eigentlich auch da. Der Sohn ist aber gerade mit dem Mann draußen. Ja, du hattest eine kurze Session, ich glaube eine halbe Stunde war das. Worum ging es?
Es ging um Elternblogs und die Online-Eltern, also den Online-Eltern-Clan sozusagen. Elternblogs werden ja irgendwie sehr belächelt, weil das irgendwie so allgemein der Gedanke ist, dass Eltern da ihren langweiligen Tagesablauf irgendwie immer nur darstellen würden, was aber tatsächlich gar nicht so ist, denn Elternblogs haben halt eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung und darüber habe ich halt gesprochen. Du führst ein solches? Ich führe auch ein solches, genau. Wie heißt das? Das heißt Geborgen wachsen. Mhm. Wie lange machst du das schon? Seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt. Und was ist dann dein Thema in diesem Blog? Also ich schreibe über bindungsorientierte Elternschaft, das heißt um alles, was um Tragen, Stillen und halt Elternschaft einfach geht, Alltag. Geht das gleich darauf auf das Attachment Parenting aus den USA, ist das quasi die direkte Übersetzung? So, ja, das ist so in die Richtung, genau, noch ein bisschen. Ein paar andere Themen auch und ich bin da auch nicht so dogmatisch. Also ich finde, es gibt auch glückliche Kinder, die nicht gestillt werden und nicht getragen werden. Also das ist nicht ausschließlich Attachment Parenting, was notwendig ist irgendwie für Kinder. Was war, also die Republika macht es dieses Jahr sehr, sehr fein, dass jeder Speaker auch eine Kernthese formulieren muss sozusagen oder in wenigen Worten. Was war denn da deine, wieso du das nochmal, also wieso du das gehalten hast? Ich glaube, es ging auch da in die Richtung ein bisschen, dass Gesellschaft und Elternblock sich gegenseitig beeinflussen können. Genau, also das, beziehungsweise das die Elternblogs einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft haben, weil sie halt Sachen abbilden, die wir heute nicht mehr so präsent haben in unserem Umfeld. Also wir haben ja heute kaum noch Clan-Leben und deswegen ist es gut, dass man halt diesen Online-Clan hat, der einem in bestimmten Situationen viel weiterhelfen kann. Also dieses Dorf, was man braucht zur Erziehung eines Kindes sozusagen. Ja. Und du hattest ein paar Folien, also du hast, glaube ich, auch eine sehr schöne Prezi-Präsentation gebastelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt's die, also deinen Talk gibt es ja ohnehin online, sollte man sich mal angucken, war ganz schön gemacht auch einfach handwerklich. Und du hattest so ein paar Sachen, die du formuliert hattest, wie Eltern sich da bewegen, also dass die zum Beispiel sich orientieren dann an anderen und sich Vorbilder holen auch, habe ich gehört. Was waren da noch so deine Punkte? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass halt man über die Generation hinweg oder über verschiedene Altersspannen hinweg einfach andere Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, auch mit Leuten, die schon ältere Kinder haben. Das ist halt heute ja, wenn man irgendwie so einen Eltern-Kind-Kurs besucht, sind ja alle im gleichen Alter. Aber Eltern brauchen das auch einfach manchmal, dass jemand sagt, der schon einen Teenager hat, ja, das geht vorbei, es wird schon irgendwie. Ne? Und das hat man halt so selten. Oder auch, dass man einen Austausch hat mit viel Älteren, mit der Großelterngeneration. Ne? Da hat sich dann auch ein Opi-Blog zu Wort gemeldet noch zum Schluss, was halt auch wichtig ist. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Bloggen? Also einmal muss man ja sagen, du bist mit deinem Thema eigentlich voll gegen den Trend, weil du bist an einem Urthema der Republika dran im Bloggen. Aber was sind so deine persönlichen Erfahrungen damit? Ja, das ist Clara, genau. Clara, wer ist denn Clara? Clara ist Josephines Puppe, die ist nämlich gestern hier verloren gegangen. Genau, und dann haben alle fleißig mitgeholfen zu suchen. Und die wurde auch wiedergefunden, denn die Republika verliert ja nichts. Genau. Und was sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Bloggen? Hast du da vor allen Dingen... Hast du da viel Kritik einstecken müssen, auch in deinem Blog, oder hast du hauptsächlich positives Feedback bekommen? Also es gibt beides. Also es gibt halt, ich kriege sehr viele Zuschriften, auch per E-Mail von Müttern, die mir mitteilen, dass es ihnen total geholfen hat oder die mir auch Fragen stellen darüber hinaus. Also so über, oh, mein Kind will nicht essen, was mache ich denn bloß und so. Also da kriege ich schon sehr viel Positives, aber es gibt natürlich auch immer wieder negative Nachrichten, dass es natürlich totaler Unsinn ist und man seine Kinder schreien lassen muss und dass ihr Kind auf gar keinen Fall einen Schaden hat, weil das Kind schreien gelassen wurde und so weiter. Also es ist sehr gemischt, aber überwiegend positiv. Was versprichst du dir so primär von dem Blog? Also was ist so deine eigene Erwartungshaltung gewesen, als du das gestartet hast, oder was hast du quasi damit bezweckt? Das ist so idealistisch. Also ich arbeite ja auch als Familienbegleiterin und es gibt halt immer wieder Themen, die kommen immer wieder und immer wieder und die sind mir auch einfach so Herzensthemen. Also ich habe ja Kleinkindpädagogik studiert und mir ist es einfach wichtig, dass
Na, dass Eltern viel Unterstützung bekommen und dadurch halt auch liebevolle Elternschaft möglich ist. Ne? Weil Eltern brauchen das halt. Die können mit ihren Kindern gut umgehen, wenn sie halt auch selber gut umsorgt sind. Und wenn sie halt viele Informationen erhalten und das auch nicht unbedingt so viel kostet. Ne? Also diese Elternratgeber, die sind ja einfach total teuer. Und das ist eigentlich mein Anliegen, dass ich halt Eltern unterstütze, dass sie liebevoll mit ihren Kindern umgehen und dann auch nette Kinder rauskommen. So. Wie groß schätzt du so, also wie viele Blogs würden dir so einfallen, die jetzt so in diesem Bereich, zumindest im deutschsprachigen Raum, da mitschreiben und Teil so einer Community sind? Oh Gott, es gibt also wirklich. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, wie breitbandig ist das? Es ist unglaublich viel. Wirklich? Ja, total. Es gibt so eine Liste bei Brigitte Mom Blogs. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Also es ist so ein Ranking, da kann man so Herzchen verteilen. Und dann sind die beliebtesten irgendwie ganz weit oben. Aber da ist also so eine riesige Masse an Mütter, Väter, Opi, Queer-Familien, Familien mit Kindern mit Besonderheiten, also alles. Da gibt es alles. Du findest für jedes Thema einen speziellen. Welche, die nur sich um Stoffwindeln kümmern, welche, die sich um Ernährung kümmern, alles. Und du ziehst auch selber daraus einen Nutzen? Ja, also ich bin halt immer im Austausch. Ich lese halt mehr dadurch und das ist halt für meinen Job auch einfach wichtig. Ich bin halt immer im Kontakt. Meine Kinder sind ja jetzt schon groß, also meine Tochter ist 5 und mein Sohn ist jetzt schon 18 Monate, aber ich bleibe halt immer am Thema. Es kommen halt immer wieder auch Zuschriften von Müttern, die gerade schwanger sind oder so und deswegen bleibe ich immer am Ball, was jetzt gerade für Themen wichtig sind. Mhm. Wie war die Rückmeldung hier? Also Elternblogs ist jetzt vielleicht erstmal nicht das, was hier sämtliche Republika-Teilnehmer interessiert. Aber wie war, also es war voll auf jeden Fall und ja. Was für Rückmeldungen hast du bekommen? Also sehr positive. Die waren alle erfreut, manche waren auch erstaunt. Ich hatte ein Beispiel über einen Zwillingsblog von einer Mutter, die ein ziemlich bekanntes Mütterblog macht. Und es gibt da eine andere Frau, die die Inhalte ziemlich sehr also kopieren kann man nicht sagen, die macht halt alles nach. Die bekannte Bloggerin macht Ausflüge, backt bestimmte Dinge und dieses andere Blog macht dann das, was sie gemacht hat, auch alles und fotografiert es in der gleichen Art und so weiter. Und die Leute waren total überrascht und meinten, oh Gott, was ist das denn? Also darüber habe ich am meisten Feedback noch bekommen, dass alle überrascht waren davon. Okay. Genau. Und ich habe auch gesehen, du warst sofort umzingelt von sämtlichen Fernsehsendern und man würde dich jetzt überall sehen, in sämtlichen Talkshows, bei Lanz und bei Maischberger und sonst irgendwas. Na, es ist halt einfach, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Sind diese Elternblogs halt unbeachtet geblieben, weil man halt denkt, ja mein Gott, da schreiben die halt drüber, was die da am Tag machen und wie oft sie Windeln wechseln und so. Aber es ist halt einfach total wichtig, weil Eltern diesen Austausch sonst nicht haben und das einfach wirklich dringend brauchen. Und es ist ja auch so, das habe ich auch im Vortrag gesagt, dass auch die Wirtschaft das erkannt hat, wie wichtig das ist, weil als Elternblogger wirst du halt irgendwie zugeschüttet mit irgendwelchen Anfragen, ob du Bodies, Autos testen oder sonst was möchtest. Das ist halt ein Riesenmarkt. Weil da halt das stattfindet, was die Leute wirklich bewegt und man da ja eigentlich auch sehr gut messen kann und in dem Fall wollen sie natürlich auch noch Einfluss nehmen, ganz klar. Ich finde das interessant, weil die Reaktion jetzt auf, die du gerade beschrieben hast, das ist ja im Prinzip die Reaktion auch auf Blogs als solche gewesen am Anfang, auf Twitter und so weiter, immer so dieses, warum soll ich denn da schreiben, was ich zum Frühstück gegessen habe und so weiter. Ich glaube, was immer keiner so richtig versteht ist, das ist halt der normale Chat im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die Diskussion auf der Straße, die früher halt im Wesentlichen so aus Fenstern heraus durchgeführt wurde, das ist eigentlich eben die Ursuppe der menschlichen Kommunikation und die bildet sich dann halt auch natürlich in den elektronischen Medien als erstes ab und daraus entwickelt sich dann eben das eigentliche Werkzeug, weil wenn es in der Lage ist, das zu transportieren, dann funktionieren ja auch die anderen Sachen so. Und jetzt scheint sich das quasi jetzt in diesen neuen Blog-Nischen oder meinetwegen auch Podcast-Nischen nochmal wieder quasi von vorne anzugehen, dass man mit dieser selben Argumentation konfrontiert wird. Ja, aber es
hinfällig. Ne? Ja. Natürlich hat es Relevanz, weil es hat in dem Moment Relevanz, wo es betrieben wird. Dadurch schafft es seine Relevanz selber. Ja, und bist du irgendwie zufrieden mit dem Feedback hier? Bringt dir das was, das hier zu präsentieren? Ja. Ist das deine erste Republika, auf der du bist? Genau, also letztes Jahr war ich hier im Hof. Da war ja mein Sohn noch so klein. Und das war aber jetzt das erste Mal, dass ich so richtig hier sein kann. Jetzt durfst du auch reingehen. Ja, und jetzt habe ich auch meinen Online-Clan selber getroffen. Ne? Das sind die Leute, mit denen ich so viel auf Twitter zu tun habe. Und ein paar kannte ich halt schon vorher, mit denen habe ich mich schon mal getroffen. Aber jetzt in der Masse. Das ist halt auch ganz toll. Ja, cool. Ja, Susanne. Claudia ist gerade abgelenkt. Haben wir denn schon unseren nächsten? Sind alle schon da. Alle schon da. Und das hier hinter, also wir haben hier so viele Kommunikationswege, dass offensichtlich keiner mehr gelesen wird. Wenn einfach mal jemand dieses Saalmikro sich wieder richtig hinstellen könnte, wäre das toll. Danke. Ah. Wir haben nämlich hier auch ein Saalmikro, das heißt, wenn ihr noch Fragen habt aus dem Publikum an unsere Gäste hier, dann könnt ihr die auch gerne stellen. Hatten wir das letzte Mal eigentlich auch? Nee, ne? Ja, das klar, ist erst auf dem Kongress. Und da hatten wir dann aber so eine fiese Feedback-Schleife, dass wir es wieder abgestellt haben. Aber wir haben ja dieses Mal so schön noch die Boxen verrückt, dass das alles geht. Ja, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es tut mir leid, dass ich die letzten 2 Minuten etwas abgelenkt war. Ich bin auch ein bisschen abgelenkt. Ja, aber du bist wenigstens süß abgelenkt. Du hast zumindest einen guten Grund. Und wir verlinken dann auch deinen Vortrag nochmal. Das ist, glaube ich, auch sehr hübsch anzusehen, weil du in einer Stage warst mit Kopfhörern. Und das wird, glaube ich, sehr interessant sein, wie das dann am Ende so aussieht. Dankeschön. Genau. Danke. Ja, ich danke euch auch. Super. So, dann machen wir hier einen fliegenden Wechsel und es kommen die beiden netten Damen von der FH Potsdam zu uns, die da um die Ecke stehen und sich nicht trauten, in die erste Reihe zu setzen. Kommt zu uns, wir beißen nicht, also zumindest nicht so schnell. Also Tim schneller als ich. Die, was du da gerade ansprichst, ich habe das auch selber erst vorhin begriffen, das ist die Silent Stage. Welche ist denn das eigentlich genau? Die 4, glaube ich. 4 ist das. Ah, und da macht man das so quasi genauso wie hier, ja? Also man spricht in so einen Kopfhörer rein, aber alle Teilnehmer haben dann auch Kopfhörer oder was? Genau. Wie viele Kopfhörer hängen denn da? Ich glaube 180. Nein. Das ist echt geil. Sie haben auch alle so ein schönes grünes Leuchten und dann hast du da so einen Blick über Leute, die sitzen mit diesen Kopfhörern auf und diesen Leuchten überall dazwischen. Das ist schon cool. Also und es ist halt viel drängender dann auch dieser Vortrag. Ja, ja, das ist super. Das ist fast wie Radio. Finde ich toll. Hatte ich früher auch schon, fand ich schon super. Es gab so, in Ost-Berlin gab es immer so Kopfhörerpartys, wo dann auch so der DJ. Ja, klar, weil in Berlin muss ja auch um 22 Uhr Ruhe sein. Genau, es wird alles hochgeklappt. Aber wir klappen jetzt noch nicht hoch, sondern wir sagen Hallo zu unseren neuen Gästen, deren Namen hier nicht notiert sind und deswegen kann ich sie leider nicht ordentlich begrüßen. Wir haben da Alissa. Hallo, Alissa. Hallo. Hallo. Und wir haben da Ariane, richtig? Genau. Habe ich mir gut gemerkt. Ne? Also eigentlich habe ich gegoogelt, aber sehr schön. Das war jetzt, nein, habe ich mir selber versaut. Ihr seid von dem Projekt conversationstarters.de von der FH Potsdam und darunter fallen noch ein paar mehr Projekte, also ein paar Unterseiten sozusagen. Alissa, wir fangen mal ganz kurz mit dir an. Was machst du denn? Ich arbeite hier mit meinem Kollegen Markus Kerschwitz zusammen und wir haben ein Projekt entwickelt im Rahmen der FH Potsdam in Zusammenarbeit mit der Republika. Und zwar geht es darum, also wir wir analysieren den Twitter-Stream von der Republika, also was sagen die Leute gerade so, was sind die Inhalte, deswegen war das auch gerade ganz spannend mit der Relevanz dieser Daten. Das war auch der Grund, warum wir angefangen haben, dieses Projekt zu machen und was uns interessiert hat daran. Also wir untersuchen quasi die Relevanz der Daten und gucken, was sind die Inhalte, wie ist das Stimmungsbild der jeweiligen Zeiteinheit, in der wir diese Gedichte ausgeben, was wir jetzt tun. Also wir untersuchen den Twitter-Stream und gucken, was sind die häufigsten Wörter, die benutzt werden, was sind die häufigsten Phrasen und die werden dann zusammengesetzt zu Gedichten. Also wir haben unterschiedliche Gedichtsformen, Gedichtspatterns und welche? Einmal das Limerick, das ist ein Gedicht, das hat ein Reimschema, A-A-B-B-A. Das macht der Computer, ne? Genau, das macht der Computer. Dann haben wir Elfchen, das sind, also die kennt man vielleicht aus der Grundschule noch. Die haben auch ein Reimschema, also können ein Reimschema haben, AA, BB. Mhm. Und Haikus, silbenabhängig. Und Akrostikons, das sind
Das sind Gedichte, wo die Anfangsbuchstaben quasi vertikal ein Wort bilden. Okay. Und in diese Pattern fügt ihr dann die Twitter-Begriffe ein, die am häufigsten vertwittert werden? Ganz genau. Und gucken, was kommt dabei raus. Hast du mal ein Beispiel? Auf jeden Fall. Gerade war ja David Hasselhoff auf der Bühne. Das war... Hasselhoff kriegt ein Gedicht daraus, kann ja bestimmt ein Lied machen. Das war tatsächlich sehr spannend. Also das Netzwerk ist auch niedergegangen, aber eins haben wir noch abgeschnappt. Wir sind die ganze Zeit rausgeflogen. Bei uns ist das ja alles abhängig vom WLAN, also brauchen wir, um ja. Gedichte zu generieren. Herausgekommen ist ein Haiku. Und zwar... Einen Moment. Haikus sind immer so diese Gedichte, die ich immer nicht so richtig verstehe. Ja. Die eigentliche Mauer, die gerade Bühne der wirklichen Freiheit. Das ist sehr philosophisch, da muss ich jetzt lange drüber nachdenken. Ja, und danach kam Sascha Lobo. Das war auch echt ganz, ganz nett passend. Kaputte Nation, die ernste Netzpolitik des freien Publikums. Oder kaputte Überwachung, die müde Politik der einfachen Rede. Und dann noch so ein paar mehr. Aber warum macht ihr das? Also ihr seid ja keine Germanisten und was naheliegend wäre, sich dann mit Gedichten zu beschäftigen, sondern ihr seid ja was ganz anderes. Genau, wir sind Interaction-Designer. Interaction. Okay. Interface, Informationsdesigner. Wir sind grundsätzlich, würde ich mal sagen. Wenn du wir sagst, heißt das du auch? Nee, ich bin eigentlich Produktdesignerin. Also ich habe mit dem ganzen Interface-Kram, sage ich jetzt mal, erst relativ kurz zu tun. Also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Okay, und dann hören wir uns jetzt noch kurz das zu ändern und dann hören wir den anderen spannenden. Das sind nämlich echt coole Sachen, die ihr da macht. Also wir, damit meine ich mich und Markus. Mhm. Und wir sind grundsätzlich, würde ich mal sagen, interessiert an Daten und Datenvisualisierungen, Datenauswertungen. Mhm. Und in unserem Fall haben wir aber auf jeden Fall gemerkt, brauchen wir auch einen Fachmann jetzt letztendlich, der uns auch ein bisschen weiterhilft, einen Linguisten. Und das sind eigentlich auch ganz schöne Erkenntnisse, die man da gewinnt. Okay. Und wie ist die Resonanz bisher? Also ihr habt gleich an Stage 1, ist das? Stage 5 oder der große, ich glaube, das ist, oder Stage 6. Also die Stage-Betitelungen bringen mich hier genauso durcheinander wie Tag 1 für Dienstag. Ja, also von daher, aber ihr habt die größte. Sagen wir so, dass, und es ist auch nicht zu übersehen, es ist gleich am Eingang positioniert, euer Projekt. Und da habt ihr so eine, ich musste gucken, weil eure Ästhetik ist ja wirklich so LEDs quasi, die ihr imaginiert und ihr habt euer Projektor dahinter hängen. Genau, also warum das auch so aussieht, ist, also es kommt ja per Zeiteinheit, mhm. wie bei einer Uhr quasi, wie auf diese Bahnhofsoptik auch. Mhm. Wenn sich das so verändert. Und eigentlich war geplant, dass wir das Ganze auf einem Flip-Dot-Display darstellen. Die es auch in Flughäfen gibt und sonstiges. Genau, das sind so kleine Plättchen, die drehen sich. Und das war technisch auch so geregelt, dass das quasi von 1:1 zu übertragen ist. Wir haben das Ding leider nicht bekommen, deswegen leider nur die Projektion hier. Mhm. Ja, und das steht halt im Durchgang quasi. Also die Leute reagieren ganz besonders drauf, wenn der Talk zu Ende ist oder wenn sie so hineinstürmen. Es sind viele, die das einfach nur fotografieren. Also viele, die auch einfach davor stehen und gucken und fragen, gucken und versuchen, sich irgendwie einen Sinn daraus zu machen, was da denn gerade steht. Und zwischendurch kommen halt auch einfach sehr, sehr witzige Sachen bei raus, so wenn die verschiedenen Inhalte so aneinandergereiht werden und in einen anderen Kontext gesetzt werden. Vorhin kam zum Beispiel ein Mann zu mir und hat mich gefragt, was ist denn das? Ich verstehe diesen Satz nicht. Und dann habe ich ihm das halt erklärt und dann die Leute reagieren relativ gut darauf und interessiert. Wo finden wir die Sachen? Unter bruchzeilen.de? Genau, bruchzeilen.de und getwittert werden sie auch gleichzeitig, nachdem sie erstellt werden, bei @bruchzeilen. Okay, alle folgen. Dann gehen wir hier mal zu meiner rechten Seite. Du, zur Nicht-Interface-Designerin war das, ne? Aber du hast da eigentlich ein Interface stehen. Du machst nämlich Instant Glitch und da kommen lustige Instagram-Fotos raus mit dem RP14-Hashtag und die werden verglitscht sozusagen.
Genau, die werden dann verglitscht. Ja, es ist beschreib eigentlich dein Projekt noch besser, als ich es getan habe. Genau, es ist eigentlich ein Interface und irgendwie für mich ist Design nicht nur so strikt zu trennen in Produkt, Interface und Kommunikationsdesign, wie das auch in den Unis dann manchmal gehandhabt wird, sondern ich finde, dass es offener sein sollte und dass man auch interdisziplinär arbeiten sollte und dann auch in andere Disziplinen reinschauen sollte. Und ich habe das jetzt ein bisschen öfter so gemacht und jetzt bin ich bei diesem Kurs, ist jetzt auch mal was rausgekommen, wo ich sagen kann, okay, das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu machen. Und zwar ging das los, dass wir eben diesen Kurs gestartet haben, zusammen mit Monika und uns so ein bisschen Gedanken gemacht haben um die Republika und auch um die digitale Gesellschaft und was eigentlich dort passiert. Mir ist dann sehr schnell aufgefallen, dass sehr viel halt erzählt wird über Twitter und dass Twitter irgendwie immer das ist, worüber die meisten immer reden und was am meisten analysiert wird. Aber dass zum Beispiel Instagram, also Bilder, die Leute machen und Geschichten, die sie durch ihre Bilder erzählen, da sehr oft verloren gehen. Auch diese ganzen Geschichten, die einfach auch abseits in der Republika passieren, zum Beispiel, dass sich Leute zum Trinken treffen oder dass irgendetwas Lustiges passiert, das geht einfach ganz viel verloren, wenn man nur diese Texte hat und nicht so viele Bilder dazu. Dann habe ich angefangen, das zu analysieren und bin halt darauf gestoßen, dass es auch echt solche Sachen gibt, die halt auch echt lustig sind. Zum Beispiel hatte, ich glaube, auf der Republika 2012 gab es mal so ein Tape, was jemand einfach über den Hof gespannt hatte und da gab es 4 oder 5 Bilder, wo Leute einfach drunter Limbo gemacht haben und ich dachte irgendwie, das ist ganz cool, wenn man das irgendwie einem breiteren Publikum erzählen könnte, was die Leute dann eigentlich so treiben. Ja, aber das sieht man ja eigentlich gar nicht so richtig, weil die sind ja verglitscht, also verfremdet und eben vor allen Dingen die Gesichter, aber auch wenn es nicht die Gesichter sind, wird irgendein Algorithmus drüber gelegt. Genau, ne? Das war dann der nächste Schritt, dann zu sagen, also auch gerade mit dieser Selfie-Kultur, die ja gerade ist, dass sich viele Leute auch immer so nach außen so präsentieren wollen und ich bin gerade hier auf der Republika und hinterlassen ja da irgendwie auch so, ja das ist. Ich habe übrigens, ohne dich jetzt lange unterbrechen zu wollen, gesehen, dass der neue Trend dahin geht, dass Vortragende sich immer komplett mit ihrem Publikum nochmal als Selfie fotografieren. Echt? Ja, es ist, scheint so der neueste heiße Scheiß zu sein, der Republika. Du bringst so viele Neuigkeiten hier für mich rein. Ich habe noch einen Vortrag zu halten. Du warst bei The Hoff. Ich bin schon ganz erschreckt. Ja, entschuldige, also das fand ich nur faszinierend einfach auch, weil wo du gerade die Selfie-Kultur erwähnt hast. Echt, den habe ich noch nicht geglitscht, den mit dem Publikum. Es gibt mehrere, es gibt also wirklich 5, 6 habe ich heute schon gesehen damit. Ui. Wo erscheinen die denn? Die Glitches? Die Glitches, die erscheinen erstmal an der Box. Also es gibt eine physikalische Box, wo die ausgeteilt werden. Da ist ein kleiner Printer dran, genau so sieht das dann aus. Ja. Ach, guck mal, auch sogar noch ein Mitpodcaster. Unverfremdet, der Dot Dean hier. Der ist ein bisschen verfremdet, aber nicht ausreichend. Man muss manchmal ein bisschen gucken, also auch mit dem Printer, der printet manchmal nicht ganz optimal, der macht auch manchmal, also es ist ein älteres Gerät, ein paar eigene Glitches rein. Und das, also, den macht er dann selbstständig, also dass es irgendwie streifig ist. Aber es ist auch ganz schön, es hat auch eine eigene Ästhetik, dass das Gerät auch noch so ein bisschen so ein Eigenleben hat. Wie ist denn bei dir die Reaktion? Also da haben wir ja schon gehört, dass es einige stehen bleiben, sich das angucken und dann über den Tiefsinn oder Nicht-Tiefsinn der Sätze philosophieren. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist es manchmal so, dass Leute das eben mitkriegen und dann ihre Bilder dahin also auf Instagram stellen. Aber das Problem ist, dass der Stream auch auf Instagram so riesig ist, dass ich den gar nicht verarbeiten kann mit der Anzahl von Anfragen, die ich an Instagram stellen kann. Also ich kann nur alle 3 Minuten eine stellen. Und das ist dann manchmal echt ein bisschen frustrierend für die Leute, weil sie halt dann ihr Bild, also weil ihr Bild dann halt quasi nicht geglitscht wurde in diesem Moment. Und es läuft halt trotzdem immer weiter und er nimmt die neuesten Bilder. Und dann kann es manchmal sein, dass man eben ein Bild hat, was man irgendwie dafür konzipiert hat oder was wurde nicht geglitscht. Also das ist ja aber ein Paradox, weil eigentlich wirst du ja auch dazu anregen, dass die Leute sich mehr Gedanken machen um ihre Bilderkultur und was sie so alles ins Internet stellen. Auf der anderen Seite regst du dadurch gerade an, dass sie noch mehr Bilder von sich machen und ins Internet stellen. Ja, das regen sie aber auch selber dann an. Also das entscheiden sie in dem Sinn dann selber, dass sie sagen, es ist irgendwie eine coole Installation. Also es ist so ein bisschen so ein bipolares Ding irgendwie, also dass man dadurch halt auch anregt. Also es ist ja auch, das soll ja auch so sein. Für mich ist es gut. Aber die Leute, wenn sie dann halt wirklich sehen, also zum Beispiel, wenn sie kommen und sagen, mein Bild wurde ausgedruckt und es war im Stream, also muss es ja auch physisch da sein.
Aber es gibt manchmal Leute, die kommen und nehmen dann die Bilder weg, weil sie sagen, das sieht irgendwie cool aus, das ist ein cooles Gesicht geglitscht. Und dann kommt dann jemand und will aber genau dieses Bild haben und zeigt es mir dann auf der Kamera. Dann hat es aber jemand anderes genommen und dann denkt man vielleicht schon darüber nach, dass es ja auch im Netz so ist. Ich kann ja auch jegliche Bilder, die kommst ich habe. Kommst du darüber ins Gespräch auch, über diese Thematik dann? Also redest du viel mit den Leuten über, wie sie sich selbst darstellen im Internet, welche Konsequenzen das haben kann und wie das auch mit Sicherheit dann aussieht und Datensicherheit? Ich glaube, dass da eigentlich wenige Gespräche, also es sind bisher wenige Gespräche entstanden, weil die Leute das dann vielleicht auch nicht so reflektieren wollen in dem Moment. Die wollen halt einfach dann, die sind heiß auf den Glitch einfach. Okay. Heiß auf den Glitch. Ich würde an dieser Stelle sagen, danke euch erstmal. Wir sagen nochmal kurz, welche weiteren Projekte ihr da habt, weil Tim, hattest du die Seite gerade offen? Ja, hatte ich gerade. Soll ich sie nochmal? Ja, bitte. Ich bitte sehr darum, weil also unter Conversation Starters sind verschiedene Dinge zusammengefasst, unter anderem die beiden, die wir benannt haben. Dann gibt es hier noch We All Start as Strangers. Das ist eben dieser eigentliche Conversation Starter. Genau. Das heißt, da kriegt man dann Fragen rausgeschmissen oder? Genau, dass die konversationsermutigend sein sollten, also okay. Die Leute dann in Kontakt miteinander bringen und animieren. Okay. Genau, dann die schon erwähnten Bruchzeilen, Fingerprint-Game, ein biometrisches Computerspiel, dann eben der Instant Glitch und dann gibt es noch mehr Apps, tralala, ist eine unendlich, das war es dann schon, dann erwähne ich das auch nochmal, Connect, App und Installation zum ortsbezogenen Networking und Wissensaustausch. Da wird es dann kompliziert, da sind euch die Namen ausgegangen. Das ist wirklich auch gar nicht kompliziert, das ist da hinten, da ist so ein Grid auf Boden gemalt, das ist quasi zum Network. Man kann endlich mal sagen, wo man steht, um sich zu treffen. Genau, B2, Feld B2. Oder? Ach, das ist das. Genau, das verstehe. Ist ja das. Mal super. Okay. Das also ihr findet auf conversationstarters.de auch die Orte, wo ihr seid, wo ihr überall vertreten seid mit euren Projekten. Und ich würde jedem empfehlen, das mal alles abzulaufen. Das macht Spaß und es sind schöne Dinge. Ich danke euch soweit. Ja, ich gerne auch. Doch. Danke, wirklich Dank. Schöne Sachen. So, dann machen wir hier wieder einen fliegenden Wechsel und kommen zu einer beliebten Podcast-Gästin. Augmented Conferencing fällt mir dazu ein. Das ist so ein bisschen, ich finde es ja ganz schön. Das haben wir auch im Kongress ja auch gesehen, dass einfach so Projekte noch mit reingetragen werden, die jetzt so unmittelbar erstmal mit der Konferenz selber nichts zu tun haben, aber eben quasi die Wahrnehmung der Konferenz nochmal ändern und aber eben auch erweitern. Also wir müssen uns unbedingt mal auf E2 treffen nachher. Genau, nachher zum Bier auf E2 bitte. Ihr bringt Bier mit, wir kommen. Genau, alle Biere auf E2 bitte. So, und auf Position 4, nämlich unserem vierten Mikrofon, begrüßen wir Anne Roth. Hallo. Hallo. Du warst schon mal da. Genau. Bei uns. Stimmt. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, dich nochmal einzuladen, weil du wieder mit einem interessanten Projekt hier aufgeschlagen bist, unter dem Titel Reclaim. The Net. Reclaim the Net. Heißt das. Richtig, Reclaim the Net. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also das habe ja nicht ich mir ausgedacht, aber der Raum, in dem wir sind mit einem Projekt, heißt Reclaim the Net, hier gleich nebenan, weswegen bei uns immer Leute ankommen und sagen, sind hier die Podcaster? Die sind aber dann nebenan, weil die immer alle zu euch wollen. Aber ihr vereinnahmt die dann erstmal für euch und macht mit denen? Na klar, wir verschlüsseln ihnen erstmal komplett ihren Rechner und lassen die nicht wieder raus. Super, ja, wir schicken dann die anderen dann auch wieder zurück. Genau, also Reclaim the Net ist so ein bisschen der Community Space, da sind wir, das sind in dem Fall Tactical Tech drin und dazu auch die digitale Gesellschaft. Und eigentlich warten wir immer noch auf Global Voices Online, die sollten da auch mit drin sein und schließlich noch dieser Künstler, dessen Namen ich vergessen habe, der da draußen diese Handy-Pouches nähen lässt, wo man sehr jegliche Strahlung vom Handy mit irgendwie Aram Bartol? Der. Genau. Genau. Mhm. Also das ist alles Reclaim the Net. Und ich bin da drin eben mit Tactical Tech und wir machen die Digital Security Clinic, also die Ambulanz für digitale Sicherheit, wo alle kommen können und Fragen stellen, wie das mit der Mailverschlüsselung ist und wie man diese Tracking-Sachen im Browser los wird und was man eigentlich benutzen kann, wenn man nicht immer Google Talk chatten will und so. Also sozusagen ganz konkrete Hilfestellung für all die Sachen, die einem hier immer empfohlen werden, dass man sie doch mal tun sollte. Genau, Sascha Lobo redet ja gerade auf der großen Bühne darüber, dass das mit Überwachung alles schlimm ist und wir sind sozusagen die praktische Hilfe im Alltag dazu. Das ändert irgendwie die Politik immer noch nicht, aber das ist ja so ein bisschen wie mit der Gesundheit. Wir brauchen eine Krankenversicherung, aber gleichzeitig müssen wir uns jeden Tag die Zähne putzen und wir sind fürs Zähneputzen zuständig. Ah, verstehe. Das digitale Zähneputzen sozusagen.
Genau. Und was, wie ist so der Rücklauf? Ich meine, wir sind jetzt am ersten Tag, es ist 18 Uhr. Am ersten Tag sind ja immer alle noch ganz aufgeregt und rennen kreuz und quer, aber ihr habt schon den einen oder anderen oder die eine oder andere verarzten können? Genau, bei uns, das läuft dafür, dass wir ziemlich sozusagen unter dem Radar laufen, weil wir nicht gekriegt haben, unsere Sachen rechtzeitig einzugeben, sodass alle unsere Workshops leider nicht in dem schönen Programm auftauchen, obwohl wir nämlich nebenbei auch noch Workshops machen. Dafür sind wir total zufrieden. Wir sind dann in dieser Ecke vom Hof, wo man uns auch echt schlecht findet. Also für alle, die jetzt zuhören und uns immer noch nicht gefunden haben, das ist ganz unter der Unterführung, neben dem Sendezentrum, unter der Brücke. Kommt zu uns, wir sagen euch, wo es ist. Genau, die wissen Bescheid, in einem kleinen Raum. Und da sind echt erstaunlich viele Leute gekommen, entweder weil sie tatsächlich total konkrete Fragen hatten. Eben gerade kam eine Frau, die hat sich in 2 Nächten alleine PGP selber installiert, weil sie das Leute hat, mit denen sie das benutzen will, und hatte aber noch 2 Fragen, wie das mit den Key-Servern genau funktioniert. Das hatte sie nicht verstanden und die wusste ganz konkret, das wollte sie fragen und war ganz froh, dass sie uns gefunden hat. Und dann haben wir aber auch schon 2 Workshops gemacht zu verschlüsselten Messengern, also sowas wie Threema oder ChatSecure anstelle von WhatsApp und so, und OTA-Verschlüsselung auch, und eben gerade bei Mac Security, wo ganz viele Leute entgeistert auf einem Bildschirm gesehen haben, was man alles über ihren Mac in den freien WLANs, die man so benutzt, wenn man auf Konferenzen ist, einfach so sehen kann und wie das zu verändern ist, und die waren, glaube ich, auch ganz zufrieden. Sag doch nochmal ganz kurz zu Tactical Technology Collective, auch bekannt unter Zungenbrecher. Tactical Tech. Tactical Tech. Du hast das schon öfter geübt. Tactical Tech ist ganz einfach taktische Technik. Genau, also was ist das für ein Projekt? Tactical Tech ist eine Nichtregierungsorganisation und gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Hat angefangen als kleine Organisation, die versucht hat und als Ziel hatte, Menschenrechtsorganisationen, politischen Aktivisten, unabhängigen Journalisten, Bloggern, einfach die Nutzung von digitalen Medien, Open-Source digitalen Medien nah und beizubringen, erstmal überhaupt für auch das Rüberbringen der eigenen Botschaft, um nicht mehr mit diesen irgendwie Kartoffeldruckflugblättern hantieren zu müssen, sondern um schöne, bunte Sachen zu machen. Das hat sich inzwischen stark in Richtung Datenvisualisierung entwickelt. Das ist so die eine Seite, und ich bin bei der eher defensiven Hälfte, weil sich dabei dann ganz schnell entwickelt hat, dass natürlich nötig ist, digitale Kommunikation auch abzusichern, speziell wenn man im politischen Bereich unterwegs ist und vielleicht gerade in Ländern, wo die Regierung das nicht so richtig cool findet, wenn man sich mit verschiedensten Themen beschäftigt. Und ja, das machen wir eben seit längerem, ich persönlich seit 2 Jahren, und entwickeln dabei Materialien, die es online zu finden gibt. Also die Seite, die ich betreue, heißt Me and My Shadow. Die ist so ein bisschen eine Einsteigerseite für Leute, die versuchen wollen zu verstehen, ich gehe online und irgendwie gibt es da Tracking und irgendwie wissen die Leute dann, was ich da mache und dass ich Spuren hinterlasse, aber wie das eigentlich genau funktioniert, verstehe ich nicht. myshadow.org heißt die. Und dann haben wir außerdem noch ein Toolkit, also so eine Art Baukasten aus so ein bisschen konkreteren Programmen wie eben PGP oder TrueCrypt zur Datenverschlüsselung oder Passwortmanagern, also so der Baukasten der digitalen Sicherheit, mit dem wir auch ganz viele Trainings machen, Weiterbildungen und eben Materialien entwickeln, vor allen Dingen das auch viele Sprachen übersetzen. Wir arbeiten hauptsächlich im außereuropäischen Raum, also Asien, Afrika, Nahe Osten im Moment ganz viel, zum Beispiel ganz viel mit LGBT-Gruppen. So, wenn man sich so die letzten Gesetze in, sagen wir mal, Uganda, Nigeria anguckt, wie das da mit Schulen ist, dann erschließt sich ganz schnell, warum das da nötig ist, dass die ihre Kommunikation gut absichern. Ja, genau, so eine Sache machen wir. Was hat das mit ONU auf sich? Den habe ich. Du sagtest mir, es gibt ihn schon länger, ich habe ihn heute zum ersten Mal kennengelernt. ONU ist, ist eine Kunstfigur, ist ein kleiner Roboter, mit dem wir verschiedene Videoclips gemacht haben. onurobot.org, Quatsch. Ist das und der ist einfach so eine Figur, quasi unser Katzenbaby, mit dem wir sowas wie Passwortsicherheit, warum ist das eigentlich nötig, und wie ist das mit SSL, warum muss ich die Verbindung zwischen meinem Computer und dem Server der Seite, die ich aufrufe, besser verschlüsseln, und das sind so kurze Videoclips, die das so ein bisschen anschaulich machen. Jetzt haben wir viel über diese digitale Selbstverteidigung gehört, die anderen Gruppen, die jetzt bei Reclaim the Net noch mit dabei sind. Jetzt habe ich die zweite vergessen, also Global Voices ist noch nicht angekommen. Was? Digitale Gesellschaft. Ah, digitale Gesellschaft, okay, da ist das Thema wahrscheinlich auch relativ klar. Also was wird dann in dem Kontext von der digitalen Gesellschaft in diesem Bereich dann noch bearbeitet?
Na, die machen sozusagen den Policy-Bereich, also Netzpolitik, Lobbyarbeit, im Grunde die politischen Inhalte zur Netzpolitik werden, also ich weiß nicht, Gesetzentwürfe kommentiert oder gegen Vorratsdatenspeicherung in ACTA und im Moment TPP und warum das schlecht ist, wird erklärt und gleichzeitig auch vor allen Dingen den Politikerinnen und Politikern erklärt, warum das eine schlechte Idee ist oder warum die EU-Datenschutzverordnung anders aussehen sollte als ursprünglich geplant und so weiter. Ja. Also es ist sozusagen eine Anlaufstelle für alle digitalen Fragen in Bezug auf Datenfreiheit, Netzpolitik und ja auch, ich weiß nicht, findest du den Begriff digitale Selbstverteidigung angemessen? Ich fiel ja jetzt gerade so ein. Der wird gern benutzt. Ich finde dieses sozusagen alle Anlehnungen an militaristische Vokabeln finde ich problematisch, weil ich also bis hin zu eben Cyberwar sozusagen, das wäre dann so die Konsequenz, die Endkonsequenz davon, finde ich, haut nicht so richtig hin. Also der Vergleich zu Waffen und Krieg und Schlachten. Na gut, ich weiß nicht, ob Selbstverteidigung. Selbstverteidigung ist dann so ein bisschen der Angriff. Ja, nee, geht schon auch. Also es gibt zum Beispiel auch, ich bin da nicht so wahnsinnig dogmatisch, es gibt von EFF, der Electronic Frontier Foundation, also so der Vergleichsorganisationen in den USA. Zum Beispiel gibt es eine ziemlich gute und informative Seite, die heißt Self-Defense, auch also Selbstverteidigung, das ist schon okay. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Aber einen besseren hast du jetzt auch nicht. Nur wir sagen halt digitale Sicherheit. Ist, oh Gott, aber auch ein schwammiges Wort. So oder so, finde ich nicht so wichtig. Gut, aber wichtig finden wir eure Arbeit, die ihr da macht. Genau, zu euch kann ja jeder kommen mit seinen Fragen, eben auch wie die Damen mit dem PGP. Ne? Genau, also und wir sind da jetzt noch heute und morgen und am Donnerstag hoffentlich auch, da rangeln wir noch so ein bisschen, ob wir den Raum haben oder wo wir dann sind, das wissen wir aber auch noch nicht so genau. Das kennen wir. Aber auf jeden Fall sind wir die 3 Tage da. Morgen machen wir zum Beispiel sehr coole Workshops, finde ich, einmal zu verschlüsselten Mailinglisten. Das sind nur ganz wenig Leute, die wissen, dass es die gibt und wo man die kriegt und wie man die benutzt. Und dass die vielleicht auch funktionieren. Und dass sie noch nicht total funktionieren, ja. Wirklich? Und wie das geht, auch wie man die irgendwie aufsetzt und hostet und sowas alles. Und außerdem gibt es einen zu Gender und Privacy und Security und außerdem gibt es noch einen zu Android-Apps. Okay, ein breites Spektrum. Wie viele Leute seid ihr? Das würde mich jetzt noch interessieren. Tactical Tech, wir sind ungefähr 30. Also jetzt hier. Ach, hier vor Ort sind wir jetzt so in Wechselschichten. Naja, morgen überrennen sozusagen. Wir euch dann alle und wollen plötzlich ihr iPad safe haben. Genau, wir sind ungefähr 10, aber abwechselnd und nicht alle gleichzeitig. Ah, warte mal, bis wir euch alle schicken. Ja, wunderbar, also prima, freuen wir uns. Es sind ja auch viele internationale Aktivisten immer geladen. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl ist. Ist das eher noch eher eure Zielgruppe? Also normalerweise ja, auf jeden Fall. Ja. Das hat damit zu tun, dass die Projekte, die wir machen, einfach eben, wo wir sagen, das ändert sich ja jetzt auch so. Also der Bedarf ist seit einem Jahr, ziemlich genau seit einem Jahr, 5. Juni letztes Jahr, deutlich gestiegen hier auch in Europa. Bis dahin musstest du den Leuten ja immer noch erklären, hier nichts zu verbergen, warum das nicht so ganz hinhaut und warum vielleicht doch sie mal darüber nachdenken sollten. Und den Teil, den können wir jetzt komplett streichen. Die kommen an und sagen, hier, ich will jetzt verschlüsseln, zeig mir wie. Da sagt man einfach Snowden und alles ist klar. Genau, so ungefähr. Und im außereuropäischen Bereich, aber wie gesagt, da ist die Bedrohungslage einfach auch echt eine völlig andere und deswegen haben wir bisher einfach ganz viel da gearbeitet, weil es da noch viel mehr, also mehr Bedarf und aber auch weniger Angebot gibt und wir da einfach unseren Schwerpunkt hatten, weil einfach zum Beispiel einfach auch viel übersetzen und so und ja, hier finde ich, sehe ich schon eine gewisse Lücke in dem Bereich. Es gibt Krypto-Partys zum Beispiel, aber die finde ich, sagen wir mal so, vom pädagogischen und Materiallage her nicht besonders gelungen, die erreichen viele Leute einfach nicht und Leute, die wirklich auch viel, sagen wir mal, sich darauf konzentrieren, wie man so eine Inhalte vermitteln kann, so dass das auch handhabbar ist und für Leute, die kein Vorwissen haben und nicht geekig daherkommen, lernbar ist und auch einfach die zu motivieren, zu sagen, hier, du musst irgendwie weder irgendwie Kryptographie studiert haben, noch sonst irgendwie gerne die ganze Nacht am Rechner sitzen. Es gibt trotzdem Dinge, die du tun kannst und wie man das macht, das fehlt hier und da sehe ich eine gewisse Marktlücke. Und fehlen euch noch Leute bei Tactical Tech, um genau diese Mission dann auch weiter umzusetzen? Sucht ihr immer wieder Menschen? Wir suchen ab und zu auch Menschen, wobei wir tatsächlich kein Mitgliederverein sind, sondern eine Organisation, die ihre Mitarbeiter bezahlt. Insofern kann ich jetzt gerade keine Jobs anbieten. Aber wir suchen konkrete
tatsächlich in absehbarer Zeit wahrscheinlich noch ein paar Techniker und Technikerinnen und wir expandieren auch gerade, weil es tatsächlich einfach einen massiven Bedarf gibt in dem Bereich und insofern lohnt es sich auch durchaus ab und zu mal bei tacticaltech.org/jobs nachzugucken. Okay. Anne, hast du noch was, Claudia? Nein, ich wollte euch nur ganz viel interessierte Menschen für die nächsten Tage wünschen, weil ich das ein wichtiges Thema finde und es toll finde, dass ihr das anbietet und das dann auch an quasi den Endverbraucher, der sich noch nicht groß damit auseinandersetzen wollte oder konnte, weitervermittelt. Finde ich tolle Arbeit. Danke. Super. Danke, dass du da warst. Bis zur nächsten Republik. Okay, danke schön. So, dann haben wir gleich im fliegenden Wechsel zwei neue Gäste. Ich habe jetzt hier einen, du siehst mir nach Tillmann aus. Richtig, ich bin Tillmann. Und dann haben wir noch den Johannes hier. Wo ist der? Johannes Mirus. Da ist der versteckt sich da hinten. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Wir haben euch nämlich beide eingeladen. Jetzt bin ich gespannt, welche Position ihr vertretet. Wir kommen nämlich zu einem total tollen Thema, was uns alle schon vor der Republika heiß umtrieben hat. Noch mehr als The Hof, war nämlich das Hofgeld. Ja, toll. It's all about the Hof and the Hof. Ich habe zwei Tweets ausgegraben zu dem Thema, weil Johannes, du hattest geschrieben, auf der nächsten Republika halte ich einen Vortrag über die bescheuerte Gatisierung von Vorfällen mit den Hashtags Hofgeld und Apple 14. Also wir können uns ungefähr vorstellen, welche Richtung deine Meinung geht. Und dann haben wir noch einen zweiten, kann ich den nochmal kurz sehen, bevor wir hier loslegen in die Diskussion? Den zweiten Tweet. Den zweiten Tweet los. Von Nina Haha, meinst du genau, den? Nina Galla. Das Hofgeld als letzter Beweis, dass die ERP ihre besten Tage hinter sich hat. Another failed Wachstumsstrategie. Ja, also wir sehen da schon zwei sehr unterschiedliche Richtungen. So, Tillmann, von dir hatte ich dazu jetzt noch nichts gelesen. Wo stehst du zwischen diesen beiden Positionen? Bei mir war die Situation, dass ich vor einer Woche ungefähr auf Digital Media Woman einen Blogbeitrag gelesen hatte, wo ich las, dass man abends oder während der Republika nicht ohne Ticket auf den Hof kam. Die Situation war sonst immer so, dass man einfach auf den Hof kostenlos kam für Meet and Greet und so weiter und erst ab der Glastür bei den Veranstaltungen nach Tickets geguckt wurde. Und diese Information war mir vollkommen neu und wurde nirgendwo von der Republika kommuniziert, sodass ich erstmal total erschrocken war, weil ich hatte geplant, für dieses Jahr tatsächlich kein Ticket zu kaufen aus beruflichen Gründen, sondern abends nach dem Büro einfach hierher zu kommen und mit ein paar Leuten Bier zu trinken, ganz normal. Es dauerte dann ein bisschen bis zum Vormittag, dass bei den Digital Media Women dann das bestätigt wurde, dass das offiziell so ist. An dem Abend hatte ich dann auch der Republika noch eine Mail geschrieben, dass ich dazu keine Informationen irgendwie auf der Webseite finde und mich das ein bisschen wundert, ob es da irgendwelche Lösungen gibt, ob es abends Abendtickets gibt oder dergleichen. Dazu auch ein bisschen getwittert und aus diesem Getwitter merkte ich dann, aha, das scheint wohl irgendwie ein Gerücht zu sein, was vorher schon ein bisschen wabert, dass da jetzt einfach eine neue Regelung da ist. Gegen Mittag dann, nachdem dann eben Digital Media Woman das bestätigt hatte, entsponn sich dann, ich würde es ja nicht mal Shitstorm nennen, es ist ja so, dass nicht mal 40 Tweets mit dem Hashtag Hofgeld passierten und die Republika dann schon eine Lösung fand, die ja alle für alle total toll ist. Ich glaube, die Lösung gab es vorher, sie wurde halt nur schlecht kommuniziert wahrscheinlich. Okay. Was war denn die Lösung? Die Lösung ist, dass es jetzt am Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr frei zugänglich ist, der Hof. Ah. Und heute eben nicht und ab 21 Uhr die Party 10 Euro kostet. Deswegen wollte ich dir eigentlich, aber ich habe auch drei Krak klein gemacht. Es geht nicht ums Geld. Mir geht es darum, dass es nicht kommuniziert wurde. Ja, aber wir haben dich ja vor 21 Uhr hierher geladen, das meinte ich. Ne? Und aber an der Stelle kommst ja dann du ins Spiel, wo wir jetzt gehört haben, der Shitstorm war nicht ganz so groß, aber trotzdem gab es sofort diese Assoziation Geld. Ja, es ist jetzt schon wieder genau, Geld. Du bist jetzt Johannes. So genau, Entschuldigung. Ich bin Johannes, ja, hallo. Wie es halt so oft so ist in unserer Internet-Community, es gibt einen kleinen Vorfall und dann wird ein Gate hinten dran gehängt und auf einmal ist es ein Riesenthema und ein Riesenbohai um alles, bevor überhaupt das Problem eindeutig definiert ist und dann auch mal nachgefragt wurde bei den zuständigen Stellen, was denn eigentlich da passiert ist. Und das war bei diesem Hofgate wieder das gleiche Thema. Also jemand hat eine Frage gehabt,
da gab es nicht sofort eine Antwort drauf. Und anstatt da irgendwie bei der Republika nachzufragen, wie sieht es denn eigentlich aus, was ist da passiert, wird das alles erstmal hochgebauscht. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja erst nachgefragt. Ja, du schon, ja. Ja, nee, wieso? Ich habe ja auch nicht Hofgeld erfunden. Timeline ist aber ich finde, man muss auch da mal ein bisschen Humor an den Tag legen. Also Hofgeld passt ja nun total für eine Veranstaltung, die ihr Tor schließt, für Leute, die einfach nur so vorbeikommen möchten, vielleicht Freunde oder Kollegen mitbringen möchten, um diese komischen Blogger denen näher zu bringen, weißt du? Und bei einer Veranstaltung, wo es eigentlich um das offene Internet geht, wo die digitale Gesellschaft Recampaign the Net propagiert und man dann aber sagt, wir wollen eine Paywall für unsere Veranstaltung, da finde ich, kann man schon mal diskutieren. Aber die Aussage, dass das früher immer schon so war, stimmt ja so auch wieder nicht. Also früher hier in der Station schon, in der Kalkscheune vielleicht nicht. Genau, ja, da gab es ja auch immer diesen schönen Hof, aber der war in dem Sinne auch nicht offen. Aber da wollte wahrscheinlich auch noch keiner rein. Ja. Da hätte keiner mehr reingepasst. Der nicht sowieso schon da war. Aber genau das Thema haben wir jetzt ja auch. Die Republika ist noch größer geworden, es wird noch mehr Platz gebraucht. Deswegen muss irgendwo anders die Grenze gezogen werden. Aber mir geht es eigentlich gar nicht um das inhaltliche Thema. Das mag ja gut und gerne sein, dass es seine Gründe hat. Vielleicht hat es auch keine Gründe, wer weiß das schon. Sondern dir geht es um die Aufregung. Mir geht es tatsächlich um diese Aufregung. Mir geht es erstmal um das Wörtchen Gate, das ich total hasse. Das war meine eigentliche Intention von dem Tweet. Diese Gatisierung von Vorfällen ist tatsächlich, sobald irgendwas passiert, Gate. Aber eigentlich seid ihr da ja gar nicht so weit auseinander, weil du sagst ja auch, es ist eigentlich eine, also eigentlich sagt ihr beides, es ist eigentlich eine verfehlte Kommunikationsstrategie. Ja, dass man nun Gate drüber dranhängt oder nicht, ich meine, das ist ja genauso wie das Wort Shitstorm. Also wenn man jetzt mal davon, manchmal hat man Leute, die sind total aufgeregt, weil sie 33 Kommentare unter einem Blogpost haben und denken schon, uiuiui, was ist hier los? Wie viele hast du so unter deinen Blogposts? Ich bin total unbedeutend. Ich habe einen Feldwald-Wiesen-Blog, was kaum Reichweite hat. Da geht es auch nicht um mich. Ich bin auch gar nicht auf der Republika, um mich selber zu verkaufen, sondern mir geht es einfach darum, dass eine Veranstaltung, die wachsen möchte, die sich stärker kommerzialisieren möchte, das vielleicht auch klar kommunizieren möchte, sollte. Jeder Blogger muss sich irgendwann fragen in seiner Bloggerzeit, gut, binde ich jetzt Werbung ein oder nicht? Mache ich das jetzt hier aus Ideologie oder mache ich mich damit gewerblich? Und so eine Plattform wie die Republika spielt immer noch mit dem, hey, wir sind das tolle, offene Internet, wir haben uns alle lieb, gleichzeitig haben wir sehr große Sponsoren, also gibt es hier sehr große Sponsoren hier und man kommuniziert eben nicht zu der Community, wie sich diese Änderungen dann strukturell einfach auswirken. Und ist schon klar, dass allein mit dem Auftritt hier in der Sondersendung dir danach alle Selbstdarstellungswahn vorwerfen werden. Ja, ich bin auch Blogger, ich meine, was soll ich machen? Meckerer kommen auf Meckerer und natürlich muss man dann meckern. Also, wie sollte man nichts dazu sagen? Ja, aber ich finde trotzdem diese Gaterei, wolltest du gerade ich finde das ja wirklich mal eine interessante Thematisierung. Wir hatten ja auch gerade am Wochenende einen Workshop und prompt tauchte natürlich auch jemand auf Twitter auf, der nicht vor Ort war, Tweets las und daraus so seine Schlüsse zog und anfing irgendwie Analysen aus der Ferne über unsere Veranstaltung zu machen, wo dann einige von uns so, ja, nee, ist nicht so und so, halt mal den Ball flach und so. Und dann entspannt sich natürlich dann ausgerechnet aus dieser Reaktion dann natürlich dann auch gleich wieder das nächste Gegenargument, so frei nach dem Motto, wenn sie jetzt schon anfangen, da gegenzusteuern, dann muss da ja was dran sein und so weiter. Also sag doch mal die anderen Gates, die dich schon so verstört Watergate. Haben. Watergate. Nee. es ist einmal einfach das Wort, okay, und darüber können wir ihn wegsehen. Aber bei diesem Hofgate war es ja wirklich auch so, wie auch immer du gehandelt hast. Was bei mir durchgegangen ist, ist eine ungefähr einstündige Welle durch die Timeline, was denn jetzt wieder Schreckliches auf der Republika passiert wäre und dass diese ganze Veranstaltung ja quasi komplett in die Tonne zu treten wäre, weil man jetzt nicht mehr freien Zugang zum Hof hätte. Ja. Der letzte Beweis, dass sie die besten Tage hinter sich hat. Genau. So hieß es. Genau. Und was halt erstmal faktisch falsch war, weil offensichtlich niemand nachgefragt hat oder niemand diese Antwort interessiert hat und dann auch inhaltlich bedenklich ist, ob eine große mit 7000 Leuten Konferenz deswegen scheitert, weil nicht mehr jeder ohne zu bezahlen in den Innenhof kann. Tim, bist du jetzt eigentlich zufrieden mit der Lösung, die Sie gefunden haben? Ja, total. Also bei mir ging es darum, wir haben einfach in der Firma geguckt, wer geht auf die Republika. Ich habe so oft schon erlebt, dass
ich tagsüber dann doch arbeiten musste und nur nachmittags abends hin wollte und konnte. Und dann habe ich gesagt, ey, dann lieber unserer Praktikantin das geben, die ist jung und wissbegierig, die kann damit viel besser was anfangen, als ich, der dann doch nur abends wieder zum Bier trinken herkommen kann. Aber Johannes, jetzt würde mich ja schon mal interessieren, was so die Hauptpunkte deines Vortrags nächstes Jahr dann so sein werden. Das also auf die Einreichung war das dann, ja. Wenn ich euch das mal kurz reinwerfen darf, offensichtlich interessiert euch jetzt auch wieder das Gate viel mehr gerade. Nee, also mich interessiert tatsächlich diese Gateisierung. Das ist wirklich ja. so ein Ich bin total auf den kalten Fuß, aber es ist natürlich so. Also du hast es groß angekündigt. Naja. Ja, danke. Bist du dran? Das habe ich jetzt auf Nein, aber auf da, kann ich, nee. Da kann ich dir schon recht geben. Also das ist ja irgendwann auch nicht mehr witzig. Also der Punkt, dass man irgendwie Fernsehen guckt und, keine Ahnung, mir fällt jetzt nur Jauch ein, dass man dann daraus irgendeine komische Aussage, dann hängt man schon wieder ein Gate dran. Ich weiß gar nicht, wo das losging. Ich glaube, am Anfang war das auch noch lustig. Ja, früher waren es noch Skandale, die man dann auch so bezeichnet hat. Ja. Und man gesagt, war das hat nicht mal dieser Blumenkübel, mit dem das losging? Das war dann der Kübelgate, ne? Ja, irgendwie sowas. Nee, ja. Das war einfach nur Blumenkübel. Blumenkübel. Das war ja noch kein Gate. Das war ja Kübelgate. Genau das Gegenteil. Also es war ja genau das, sich darüber lustig machen, dass da etwas als dramatisch, in dem Fall natürlich von den anderen Medien, weil die sind ja immer auf dem falschen. Ja, aber Johannes hat recht, heute wäre es ein Gate vielleicht. Ja. Sehr wahrscheinlich. Es entwertet halt generell das Gate. Es entwertet, ja. Weil, also man regt sich über irgendwas auf und deswegen wird es dann zu einem Gate. Aber das ist ja auch eine semiotische Sache, also Zeichen. Du siehst halt Gate und dann hast du gleich schon, oh, da muss ich mal gucken. Da ist eine große Aufregung. Aber der Grund für diese Aufregung, der wird halt immer kleiner. Es ist ja, jede kleine Missstimmung wird zu einem Gate. Wir haben hier eine Frage, kann ich in den Hof gehen? Vielleicht nicht unbegrenzt. Hofgate! So geht es dann. Fall ihr seid ja beide aktive Twitterer. Habt ihr das Gefühl, das ist auch so ein Twitter-Phänomen? Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja dann kleine Hashtag, wie gesagt, Kontroversen, sage ich mal. Twitter ist ja nun auch ein Medium, wo man sehr schnell sich mal schnell impulsivartig aufregen kann über etwas und das vielleicht unüberlegter ist, als wenn man einen Blogartikel schreibt und dann nochmal über die Rechtschreibung gucken muss und es vielleicht ruhen lässt und nochmal gegenliest und so. Beziehungsweise es hat ja auch so dieses, Twitter hat für mich auch immer sowas, also einen Funken Ironie will da glaube ich auch immer mit durch bei einigen und dadurch werden halt solche Bälle immer wieder aufgenommen oder so Running Gags oder ich meine, heute heißt es Meme, dann so fortgetrieben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich glaube schon, Gatisierung ist ein Twitter-Phänomen eindeutig. Dass sich aufregen über Kleinigkeiten und das Aufbauschen und kurzfristige, das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen, das wir immer stärker erleben und das natürlich durch soziale Medien auch getrieben wird. Es scheint auch vor allem so ein gut Stück weit auch immer so eine Selbstzerstörung damit einherzugehen. Also die Piraten haben das ja nun wirklich in den letzten 2 Jahren geradezu zur Krönung getrieben. Das wird den, glaube ich, so schnell keiner mehr nachmachen. Aber auch hier habe ich so den Eindruck, dass man sehr schnell Gefahr läuft, auch so die Grundstimmung zu vergiften. Ja, also am Ende kommen dann hier schon Leute wutschnaubend an und sagen, ja, Hofgate und so weiter, weiß der Geier, was ich von dieser Veranstaltung noch erwarten kann, wovon dann hier meistens gar nichts mehr zu merken ist. Tja, was tun wir denn dagegen? Ja, vielleicht einfach entspannter sein. Ja. Gut, alle mal durchlockern, wir machen das nachher. Was war es, E1 bei einem Bier? E2, verdammt. Das heißt, wir vier treffen uns auf jeden Fall nachher nochmal auf ein schönes kaltes Bier, um hier die ganze Republika etwas entspannter zu genießen, oder zumindest den Abend. Es gab ja eigentlich so zwei, ja, also ein Hofgate und ein Hofgate. Das war ja genau das Gleiche da auch wieder mit der Aufregungskultur. Es gibt schon ein Hofgate? Ja. Gefühlt. Cool. Also das wurde dann auch kombiniert in solche Sprüche wie Mr. Hasselhoff, tear down this gate. Oder also. Ja, wobei Johnny da auch schön gegengehalten hat. Aber das werden wir dann nachher mit ihm selber nochmal besprechen. Und er hat ja auch noch einen anderen interessanten Beitrag dazu heute geleistet. Aber da sprechen wir ja wirklich später noch drüber. Gerade mal so in den Raum, ob mein nächster Gast schon da ist oder unser nächster Gast. Twittern über Geschichte sehen wir hier schon, oder?
Da wird gewunken. Da wird gewunken, ich sehe hier so schlecht. Dann danke ich euch beiden, Johannes Tillmann, ganz herzlich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Genau. Ich fand das ein schönes Thema, auch mal so reinzubringen mit dem Hofgate. Und ich finde, wir sollten uns einfach für nächstes Jahr selber ein Gate noch ausdenken. Oder ich reiche einfach diesen Vortrag ein. Ich warte schon auf das Sendegate. Das wird sich noch entwickeln. Ich hoffe, wir können das ja einfach mal starten. Bitte erst am Donnerstag. Niemand weiß, worüber man eigentlich redet, aber alle regen sich drüber auf. Das Gate. Genau, twittert alle was mit Sendegate. Jetzt, sofort. Genau. Okay, danke schön euch beiden. Jetzt durch. Tschüss. Und wir wechseln hier fliegend wieder. Genau. So, unsere Notizen sind etwas arm. Ich kann wieder keinen Namen erkennen. Du musst hier auf meinen schlauen Zettel gucken. Hast du einen anderen als ich? Ja, das ist unser Beamer-Zettel, den haben wir vorhin noch gebaut. Ja, auf den gucke ich doch. Ach so, dann guck mal, da steht es auch gar nicht drin. Wir werden hier heute. Ich glaube, wir haben so einen leichten Überlauf an Notizsystemen. Nein, wir haben jetzt hier Moritz Hoffmann, ist das richtig? Genau. Und wir kriegen dann noch gleich Charlotte Jahns dazu, hoffen wir, irgendwann. Hoffe ich auch. Die ist noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und saß mit Johnny Häusler auf dem Sofa und da wollte ich sie nicht stören. Oha. Aber du bist hier und du kannst uns was zu deinem Vortrag kurz erzählen. Der Titel war? Geschichte twittern, wie was irgendwas. Genau, weiß ich selbst du weißt es selber was, nicht mehr, ich kann es dir was sagen. Wann? Wie was wann? Es ging um das Real Life des 9. November 1983. Genau. 38. Wie, was, wann, genau. Auf Stage 3 habt ihr den gehalten, das war sehr überlaufen. Ihr habt euer Projekt vorgestellt, ihr seid beide Studenten noch. Korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch sage. Ich bin schon fertig, du bist Charlotte noch nicht. Und was machst du genau gerade? Grundsätzlich promoviere ich gerade, stecke tief in den Büchern. Du bist wahrscheinlich Geschichtswissenschaftler, also genau. Historiker. Und du hast dir gedacht, das ist mir alles zu langweilig, ich denke mir was anderes aus und hast dann dieses Projekt gestartet. Und erzähl uns kurz was darüber. Naja, es fing an mit einem ähnlichen Projekt vom MDR 2012, die das mit dem Mauerfall gemacht haben, allerdings mit erfundenen Charakteren und auch sehr flapsig, was dem Thema dann auch ein bisschen angemessener ist als bei uns. Und ich habe gedacht, wir kriegen das doch auch hin, deutschsprachig, englischsprachig gibt es das schon länger, mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch, der aber die Zugänglichkeit nicht komplett außen vor lässt. Und wir haben das dann als Übung für uns wahrgenommen, mit Followern aus unserem Kreis gerechnet und das ist dann halt immer größer geworden und deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Wie muss ich mir das Projekt vorstellen? Hattet ihr einen Twitter-Account, auf dem ihr dann alles getwittert habt, dem man folgen musste oder hattet ihr mehrere, die sich dann gegenseitig Geschichten erzählt haben? Nee, es war einer, der quasi als der allwissende Erzähler die Ereignisse vorangetrieben hat, immer genau 75 Jahre später. Wir hatten das auch mal überlegt, ob es verschiedene Charaktere geben würde, aber ich tue mich auch schwer damit, einen Goebbels-Twitter-Account zu machen, der dann was in die Timeline postet und dann wird es zu Leuten retweetet, die den Kontext nicht haben oder so. Mhm. Das wäre schwierig gewesen. Wie ist euer Twitter-Account? Wie heißt der? Man kann ihn ja wahrscheinlich immer noch nachverfolgen. Ja, er ist noch da. 9NOV38 heißt also er. Also @9NOV38, alle Folgen. Und wann habt ihr damit angefangen? Am 28. Oktober kam der erste Tweet. Mhm. Mit den Arbeiten haben wir ungefähr einen Monat vorher angefangen. Was muss ich mir vorstellen, was musstet ihr alles erarbeiten? Im Prinzip alles. Also wir haben natürlich ein ungefähres Verständnis vom Novemberprogramm, von den Novemberprogrammen gehabt, aber die ganzen Einzelheiten, das mussten wir uns alles noch anschaffen. Also wir haben alle unheimlich viele Bücher aus den Unibibliotheken ausgeliehen. Wir haben uns da eingelesen, wir haben nach Primärquellen gesucht und das dann alles in eine große Tabelle eingetragen. Wie viel Vorbereitungszeit habt ihr dafür benötigt? Ja, die ersten 2 Wochen waren so grobe Konzeptionen, dann haben wir 2 Wochen in die Literatur geguckt und dann lief es aber durch bis zum Projektende, dann Mitte November war das. Und die Arbeitsbelastung wurde auch immer höher, weil wir dann wussten, dass wir immer mehr machen müssen. Also wie ist das jetzt abgelaufen? Also ihr habt sozusagen nur an einem Tag getwittert, sozusagen quasi in Echtzeit? Oder? Charlotte ist da. Ah, hallo. Hallo. Willkommen. Jetzt geht's hier noch. Charlotte Jahns, hallo, danke, dass du auch noch da bist. Ihr seid beide abgehetzt, wir haben euch aus das rausgeholt, das tut mir leid. Ist dein Mikrofon an? Sag noch mal kurz was. Hallo? Nee, dein Mikrofon ist nicht an. Technik. Und der Techniker ist weg. Könnt ihr mal Mikrofon 1 ein wenig mit in die Runde mitbeziehen, das wäre ganz hilfreich. So, ich glaube, wir sind soweit. Charlotte, ja, noch ein weiteres Mal. Hallo, willkommen hallo. In unserer Runde.
Ja, wir haben gerade ein wenig schon erste Hintergründe erfahren und wir waren jetzt gerade dabei zu besprechen, wieso die Vorbereitung gelaufen ist. Vielleicht müsst du da ja auch gleich einsteigen. Ja, also Moritz hat mich angesprochen und dann haben wir uns in Archive, Bibliotheken begeben, haben gelesen, Quellen bearbeitet. Aber was war denn deine persönliche Motivation, jetzt in dieses Projekt überhaupt einzusteigen? Also generell bin ich für eine Historikerin, würde ich sagen, sehr internetaffin und wollte einfach mal mein Studienthema auch online präsentieren können und herausfinden, wie man das im Internet darstellen kann. Weil tatsächlich gibt es Blogs, historische, also Forscherblogs. Ich wollte mal gucken, wie das auf Twitter funktioniert und da hat Moritz die super Idee gehabt. So, ihr habt das, ich habe jetzt meinen Twitter-Account aufgerufen noch hier parallel. Ihr habt insgesamt abgesetzt 407 Tweets und wie sich das so für eine wissenschaftliche Arbeit auch gehört, ist der letzte, der mit den Quellenangaben. Und ihr habt das also wirklich über mehrere Wochen dann auch begleitet und gezogen. Habt ihr euch in ein Konzept geschrieben und habt dann auch wirklich jeden Tweet vorgeplant oder sind da dann auch an den Tagen einzelne entstanden oder? Also ich habe ein Konzept geschrieben, was ich den anderen Vieren so zugeschickt habe, was wir auch, glaube ich, im Großen und Ganzen eingehalten haben tatsächlich, ja. Obwohl ich nach dem ersten Tag nie wieder reingeguckt habe. Ja, und die Tweets haben wir dann größtenteils vorgeplant in so einer großen Tabelle, da durfte dann jeder eintragen mit Uhrzeit und ich habe dann alles noch einmal durchgeguckt auf Rechtschreibfehler und so. Wir haben auch relativ viele Tweets dann doch wieder gelöscht, weil es verwirrend gewesen wäre, gerade in der Nacht vom 9. auf den 10. November mit so wahnsinnig vielen Ortswechseln mussten wir das ein bisschen straffen. Also vorher in der Planung bereits gelöscht oder nachdem ihr sie gepostet habt gelöscht? Nee, in der Planung. Ja. Was einmal getweetet wurde, war, ist auch da und ist da geblieben. Wurde sozusagen nichts nachträglich gelöscht. Nee. Und wie habt ihr das angekündigt? Also wie hat sich das sozusagen eingefunden, dass ihr, wie viele Follower hattet ihr dann am Ende? Am Ende waren es knapp über 11.000. Genau, ganz schön viele. Ja. Das ist mehr, als ihr erwartet habt, oder? Ja, eindeutig. Also ich habe eben schon gesagt, Moritz auch, 300 bis 400 hatten wir geplant. Und tatsächlich ist es so, dass wir das auch auf unseren privaten Twitter-Accounts geteilt haben. Los ging es aber erst, als der dpa-Infodesk Moritz Handynummer hatte. Wie gab es Reaktionen dann direkt auf diese Tweets? Seid ihr dann auch in Dialog getreten? Oder? Also es gab auf jeden Fall direkt nach dem ersten Tweet den ersten Blog-Eintrag von jemandem, der das sehr bewegend fand und Reaktionen gab es auch. Die haben wir dann aber meistens mit unseren Privataccounts, also wenn es Nachfragen waren, haben wir es mit den Privataccounts beantwortet. Wie geht es jetzt weiter? Also ich habe jetzt offensichtlich mit 11.000 Followern gemerkt, das ist ein Konzept, wo man ganz gut Geschichte darstellen kann. Welches Ereignis habt ihr euch als nächstes vorgenommen? Ja, ich habe es in dem Vortrag ja schon angedeutet. Das war jetzt so arbeitsintensiv, ohne dass wir da irgendeine Art von Förderung für kriegen, werden wir das so nicht weiterführen können. Wenn, dann würde ich es tatsächlich da weiterführen mit dem Konzept heute vor 75 Jahren. Das könnten wir theoretisch bis 2020 dann durchführen für allgemein die Geschichte der Judenverfolgung in Deutschland. Und haben schon Förderer, also, potenzielle Förderer an eure Tür geklopft? Oder? Wir haben jetzt nach dem Vortrag ein paar Visitenkarten bekommen, das war ganz schön. Das ist eigentlich eine schöne Idee, also das, ich meine, das fortzuführen. Das Projekt an sich ist eine schöne Idee, aber dann bis 2020. Das ist ja auf jeden Fall eine Perspektive für die nächsten 6 Jahre, oder? Ja. Es gab ja auch durchaus schon Projekte, wo über den Ersten Weltkrieg oder Zweite Weltkrieg war es getwittert wurde in Echtzeit. Und habt ihr euch da auch so ein bisschen die Inspiration geholt oder kam das wirklich originär nur von euch? Also ich kannte diese Accounts. Ich habe dem Zweiter Weltkrieg-Account mal für ein paar Monate gefolgt. Aber das war mir zu groß als Thema. Das habe ich auch gesagt im Vortrag, so ein prägnanter, wenige Tage bis Wochen dauernder Gegenstand lässt sich, glaube ich, besser über Twitter erklären als ein 6 Jahre dauernder Krieg, der aber auch die ganze Welt eben betrifft. Natürlich haben wir da mit reingeguckt, wie die das lösen und wir haben gesehen, dass es wichtig ist, dass die Tweets auch sprachlich sauber sind und nicht irgendwie sehr viele Abkürzungen drin vorkommen oder Worte weggelassen werden, damit es in 140 Zeichen passt, sondern dass wir dann lieber auf 2 Tweets aufteilen.
Habt ihr jetzt, also offensichtlich habt ihr viele Medienanfragen, aber ihr habt also nicht nur Visitenkarten bekommen, sondern auch Aufmerksamkeit. Wie sieht das aus? Wie vielen Medien seid ihr jetzt gerade angefragt worden, ob ihr nicht auch für die arbeiten wollt und da dann noch die Geschichte vertwittert? Tatsächlich von Medien, ob wir für die twittern, bislang noch gar nicht. Ja Mensch, das wäre ja vielleicht nochmal ein Betätigungsfeld für Historiker. Hallo. Ja. Also tatsächlich ist es, ich habe eine Recherche für den Vortrag gesehen, es gab Real-Time Titanic, das hat ein Verlag gemacht, der History Press heißt und die haben die Tweets von ihren Autoren schreiben lassen. Die haben gesagt, wir haben hier eh die Expertise, dann sollen die doch mal twittern. Ja, das wäre es doch. Also erstmal Promotion und dann Profi-Historik-Twitterer. Ja, ich danke euch. Warte mal, ich habe noch eine Frage. Charlotte, du meintest ja, du wärst eine der wenigen, die jetzt in diesem Segment, in deinem Segment sich überhaupt mit dem Internet beschäftigen. Ich weiß nicht ganz genau, was deine Formulierung war. Man möchte ja meinen, dass nun gerade das Internet in der Erforschung und auch Vermittlung von Geschichte, also hier rennst du da wahrscheinlich offene Türen ein, aber gibt es denn da zumindest nicht irgendwo etwas Einsicht oder wie siehst du da einen Wandel? Also in der Geschichte würde ich sagen, dass das schon weitergegangen ist. Also ich arbeite unter anderem als Community Managerin für die Max-Weber-Stiftung im Moment auch noch. Mhm. Und da betreuen wir halt die E-Hypothese, das ist ein wissenschaftliches Forschungsblogportal. Und die Leute twittern halt auch, aber an meiner Uni zum Beispiel bin ich ein richtiger Exot. Also Prof hat dann auch zu mir gesagt, ach, Sie sind das doch mit diesem Twitter da. Also es ist tatsächlich bei manchen noch nicht so richtig angekommen. Das ist super, wenn man 2014 noch mit einem Twitter-Account als Exot gelten kann. Ja. Ist ja auch eine Auszeichnung. Aber ich meine, das muss sich doch irgendwie ändern. Man sieht es jetzt bei anderen Studenten da nicht. Das alles, also, alle Leute, die nichts mit dem Internet zu tun haben, waren, die studieren jetzt Geschichte. Ja, ich kriege teilweise auch so, ach, das Internet, das ist doch jetzt vorbei. Ja, also tatsächlich, vielleicht ist das bei mir im Seminar nochmal ein bisschen anders, aber es gibt auf jeden Fall affine Historiker, das würde ich überhaupt nicht bestreiten, da gibt es auch sehr viele, die super Arbeit leisten, aber es wird teilweise noch kritisch beäugt. Podcasts wären auch so ein Feld für euch. Ja. Oh ja, da kann man auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es durchaus Angebote so in der Podcast-Landschaft. Nicht, dass ich jetzt besonders viele kenne, aber ich weiß zumindest von einigen, die sich so mit Historie auseinandersetzen und halte das eigentlich auch gerade so im Hinblick auf nicht nur Nacherzählung, sondern eben auch so Interpretation, ja, und auch vielleicht Neubewertung auch von Geschichte, gerade im Zusammenhang mit aktuellen Geschehnissen, durchaus für ein Medium, was greifen kann. Das will ich euch ja nicht Podcast unterjubeln, aber vielleicht wäre das ja durchaus auch mal schon, also nach einem Twitter-Account auch nochmal ein Ansatz. Ja, aber mich macht das ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos und versteht das auch, also mehr sogar noch, mich macht das ehrlich gesagt sogar schon fast ein bisschen ärgerlich. Ja? Also, dass man so ein wirkungsvolles Medium, mir geht es jetzt nicht um Twitter, sondern mir geht es um die Nutzung des Internets als solchen, sowohl für die Forschung als auch für die Verbreitung der Erkenntnislage, dass das einfach so wegignoriert wird. Aber das Entsetzen-Teil, ihr seid ein erster Freund, das ist gut, super. Es ist schon nicht leicht, oft. Also, beschäftigst du dich bei deinem Promotionsthema noch irgendwie internetmäßig mit den ganzen Sachen? Was ist denn eigentlich dein Promotionsthema? Darfst du jetzt gar nicht sagen? Weil doch, darf ich schon. Mein Promotionsthema hat nichts mit dem Internet zu tun. Es geht um die öffentlichen Debatten und die Teilnahme des Zentralrats der Juden an denen. Also das ist, ich werde das verbloggen, wie ich das mit meiner Masterarbeit schon gemacht habe. Einfach kontinuierlich, wenn ich ins Archiv gehe, darüber erzählen zum Beispiel. Ich mache jetzt eine Übung, die ist jetzt heute ausgefallen, weil ich hier bin, zu Public History im Internet mit meinen Studenten da, die alle top motiviert sind, aber eben auch, sie nutzen das Internet sehr passiv. Also ich habe sie gefragt, als sie sich vorgestellt haben, was macht ihr im Internet, und es war halt ja Spiegel Online, Shoppen und manchmal YouTube, und das war alles. Und jetzt versuche ich denen beizubringen, dass man da viel mehr tolle Sachen machen kann, gerade als Historiker, und dass wir hoffentlich ein paar ans Bloggen kriegen. Es gab ja, glaube ich, mal diese Initiative der Hard Blogging Scientists, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja. Aber das waren relativ wenige auch. Und meinst du, willst du Hard Blogging Historians haben? Ja, also wirst du jetzt sagen, nicht, dass Historians keine Scientists sind, oder wie? Nein, wollte ich überhaupt nicht damit sagen.
Also müsste man ja eigentlich wieder aufrufen. So mal. Was mich fasziniert, ist, dass du deine Masterarbeit verbloggen durftest, dass da quasi der Prof mitgespielt hat. Das ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Das habe ich dem gar nicht gesagt. Ah, das ist der Trick. Du hast es wahrscheinlich auch nicht gesucht. Wahre Rebellen hier. Okay, wir können ja, aber so für dich wäre das ja natürlich ein Diplomthema dann, oder? Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber tatsächlich würde ich sagen, müsste ich dann wahrscheinlich zu einem Fachdidaktiker, wenn ich über den 9. November schreiben wollen würde. Ah, nee, ich meinte die Nutzung des Internets für die Geschichte. Ja, da meint sie den Fachdidaktiker. Ach so. Ja, da müsste ich den wahrscheinlich fragen. Ob du das darfst. Ja, ob er das cool findet. Na gut, unser überhaupt? Fachdidaktik ja jetzt wieder. Oh. Okay, unseren Segen habt ihr auf jeden Fall. Genau, mehr Internet in der Historie und so und alles. Ja, danke, dass ihr da wart, dass ihr euch hier echt so hergehetzt habt und das Sofa verlassen habt. Schweiß ihres Angesichts. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. So, wir machen jetzt den nächsten Wechsel. Ich habe auch schon die Herren und die Dame oder einen Herrn und eine Dame um die Ecke gesehen, glaube ich. Wirklich? Ja. Die stehen da immer. Die trauen sich aber noch nicht richtig. Ja, ich glaube schon, dass du die musst sie aufrufen. Das sind, jetzt muss ich wieder hier meinen, das tut mir leid, das hast du wirklich noch nicht. Tanja Polka und Tim Bosse, sind die da? Ah, da habe ich doch richtig gesehen. Das funktioniert. Ihr dürft euch so hinsetzen, wie ihr wollt. Wir haben nur zwei Plätze. Bitte? Wir haben nur zwei Plätze. Ja, zwei Plätze? Waren zwei Leute angekündigt. Okay. Dann würde ich gerne tauschen mit Norman, weil der ein bisschen mehr zu erzählen hat als ich. Dann kriegen wir jetzt nicht Tim Bosse, sondern kriegen wir jetzt Norman Dickfeld. Genau. Okay, wunderbar. Dann du musst auf jeden Fall aber auch einen Kopfhörer aufsetzen, weil sonst hören wir dich auch nicht. Du kannst dich da ans Saalmikro stellen, das wäre eine Idee. So, dann hallo ihr beiden. Ihr seid heute mit einer ziemlich coolen Idee aufgefallen. Also jetzt nicht direkt ihr beide, aber die Idee ist zumindest erstmal aufgefallen. Und zwar war das ein Hund. Ja. Erzählt uns kurz was über den Hund. Der Hund heißt Dorell. Und den haben wir gemietet für eine Stunde. Er hat eine GoPro auf den Rücken bekommen. Ihr habt einen Hund gemietet? Ja. Gibt es Hundevermietung? Funny Dogs. Es gibt Casting-Agenturen für Hunde. Wirklich? Die genau für solche Sachen dann gemietet werden können, ja. Cool. Also sozusagen Filmbereich normalerweise. Genau. Die Idee. Und ihr habt euch auch den größten Hund, der da war, gemietet, ja? Der war ja schon eher so Kalb. Ja, das war ein Kalb, stimmt. Was ist das für eine Hunderasse? Wisst ihr das? Nee, kann ich dir nicht sagen. Aber groß und weiß und zottelig. Ja. Sieht so ein bisschen selbstgestrickt aus. Ja. Selbstgestrickt sind die Kleinen, die du in die Handtaschen machen kannst. Ja, und was habt ihr nun gemacht mit dem Hund? Ja, wie gesagt, der hat eine GoPro auf den Rücken bekommen und ist dann über die Republika gelaufen und hat Bilder gemacht. Und, Bilder gemacht? Bilder gemacht. Video oder Bilder wirklich? Video. Video. Wie habt ihr den denn da befestigt? Hallo. Es gibt eine extra Halterung. Vielleicht kann ich was dazu sagen. Tanja, ich möchte mich jetzt damit ein. Hm? Ah. Ja, es war kein dritter Platz mehr frei, deswegen... wir haben ja noch ein weiteres Mikrofon. Ja, das war eine gute Idee. Alles klar, okay. Ja, genau. Jetzt spricht also Tim. Genau, jetzt spricht Tim. Ich bin heute Morgen mit dem Hund 2 Stunden, waren es tatsächlich, über das Gelände gelaufen. Und das Ganze war, weil ihr gefragt habt, womit wir das befestigt haben, ein Hundegeschirr, was wir extra besorgt haben. Das hat dann die Agentur nicht dabei gehabt, das mussten wir dann besorgen. Genau, und haben tatsächlich so ein bisschen experimentiert, wie wir da eine GoPro dran befestigen können, weil so richtig Geschirr für GoPro gab es nicht. Und dann haben wir dementsprechend mit Kabelhalterungen daran herum experimentiert und das Ganze befestigt. Und es hat dann tatsächlich funktioniert. So, dann die nächste naheliegende Frage, warum das Ganze? Warum das Ganze? Ja, es ist natürlich auch eine coole Werbeaktion, ne? Für unseren MBZ Innovation Space. Mhm. Aber letztendlich war es eine recht späte Entscheidung, den Hund mit dazu zu holen. Denn wir strahlen unser komplettes Programm, was wir im Kubus bei uns machen. Wir übersetzen in der Zeit, wo du da verkabelt wirst, nochmal kurz das MIT, das Medieninformationszentrum. Nein, Medieninnovationszentrum. Ja, ich glaube, ihr solltet besser das Information. Okay. Mhm. Genau. Wie war die Frage? Nein, also ich wollte nur gerade, während du da verkabelt wirst, noch was reinwerfen. Wir sind ja hier Audio, das sehen die Leute ja. Genau. Ja, jedenfalls, ich habe vergessen, wo ich war. Jetzt hast du ihn komplett aus der Spur geworfen. Also wir haben im Endeffekt diesen Hund gemietet, um mal das etwas andere Bild von der Republika aufzunehmen, weil, und ich glaube, du wolltest sagen, wir das ganze Programm im Innovation Space, also im Pitch Cube, live im Alex TV übertragen und dementsprechend brauchen wir da Einspieler, wir haben ein komplettes Live-Programm.
für alle drei Tage. Und da hielten wir den Hund für eine gute Idee. So. Tim war, wie gesagt, 2 Stunden mit ihm unterwegs und hat nochmal den Gegenschuss gebracht. Das heißt, es war nicht nur der Hund, der von unten alle filmt, sondern wir haben den Hund auch noch gefilmt. Ja. Und was haben sich da jetzt für Perspektiven ergeben? Ja, der Hund hatte zwischendurch auf jeden Fall seine erotischen Momente. Erotische Momente? Ja, der fand es ziemlich gut zwischendurch, mal so 10 Minuten. Das konnte man dann deutlich sehen. Keine Details. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, aber die Perspektiven, die man natürlich gesehen hat, wie die Leute auf den Hund reagieren, deswegen haben wir dementsprechend auch die 2. Kamera dazu geholt, weil die GoPro allein, dachten wir so, okay, wir wollen damit ja auch nicht nur 30 Sekunden füllen, sondern es sind dann noch ein paar längere Strecken, womit wir diese Bilder mit besetzen wollen. Die sollen natürlich auch gut aussehen, sollen sich tragen und deswegen die Entscheidung, 2 Kameras zu verwenden. Und natürlich waren wir gespannt auf die Reaktion der Leute auf den Hund. Und die waren erstaunlich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute sich einem so großen Hund nahe gehen, weil ich beispielsweise kann überhaupt nicht mit Hunden. Und wurde dazu degradiert, mit dem Hund heute 2 Stunden rumzulaufen, weil es mir nicht gerade einfach fiel am Anfang. Aber es hat dann tatsächlich funktioniert und viele Leute sind auf den Hund drauf zugekommen. Und wurde er dann auch so vertwittert, wie der Hund es selber vorgesehen hat? Es stand ja irgendwie so ein Hashtag drauf. Genau. Was es wurde heute Morgen tatsächlich viel getwittert über den Hund. Ah, mit dem Tag auch? Mit dem Hashtag Innovation Space, genau. Der Lattenzaun ist wirklich in der Gesellschaft angekommen, kann man dazu sagen. Tatsächlich. Also gut, auf der Republika mag das nicht weiter überraschen. Habt ihr jetzt entsprechend dann auch den Rücklauf bekommen in eure Cubes, die ihr ja bewerben wolltet? Also sind die Leute dann dadurch darauf aufmerksam geworden, hat das das gebracht, was ihr wolltet? Also das war heute sehr, sehr voll, aber natürlich glaube ich auch, dass die Gäste einfach dazu beitragen, dass der Cube voll war. Mhm. Was für Gäste habt ihr und was für ein Programm macht ihr da? Sehr vielseitig. Heute Morgen hat es angefangen mit dem Battle, mit einem Keynote-Battle. Zu Junges Fernsehen, Born to be Wild. So ein bisschen Anlehnung an den Jugendkanal. Was gibt es da? Wie kann Junges Fernsehen aussehen? Wie sieht es aus, wenn es öffentlich-rechtlich ist? Wie sieht es aus, wenn es privat ist? Dann gibt es zwischen allen Programmpunkten immer den PitQ Plus, den Alex organisiert. Dort haben wir nochmal die Gäste aus dem White Cube, die nochmal in 3 Minuten ihre These, ihre Quintessenz zusammenfassen. Auf 3 Minuten pitchen, anschließend gibt es einen Talk. Das Ganze wird moderiert von Michael Pretorius, den wir auch im White Cube sehen, und Michaela Kladovic. Idee dahinter ist, und deshalb gibt es ja auch diese Flyer, die heute in der Station rumlangen, laber nicht, dass wir das Ganze komprimieren. Und zwar für die Leute dann nochmal zusammenfassen, die entweder gar keine Ahnung von dem Thema haben, aber vielleicht eine Ahnung davon haben sollten. Oder eben keine Zeit haben, sich ins Panel zu setzen, oder das Panel ist eben viel zu voll und deshalb können Sie sich alles nochmal angucken. Das Ganze wird on demand hochgeladen oder ist on demand verfügbar. Und das wird alles zusammengefasst und du kannst das dann nochmal fokussiert, komprimiert sehen und dich dann. Ihr habt draußen, also ihr habt ja wirklich so diese verpönten Würfel des letzten Jahres quasi wieder aufleben lassen. Also, die sind gepolstert. Die sind gepolstert, ja. Aber ihr habt die schon wieder verbaut, ne? Und ihr habt von außen, sieht es so aus, als ob man auch an diese Wand irgendwie was dran machen soll. Genau, das ist die Idee von dem Kubus. Der soll interaktiv sein. Mhm. Leute sollen mitgestalten, sollen posten, ihre Geschichten teilen. Und das hört sich jetzt erstmal alles sehr digital an. Nee, ist sehr analog. Wir haben eine analoge Zeitline, also Zeitlinie, Timeline, an die man echt mit so oldschool Papier-Post-its Sachen posten kann. Mhm. Genauso wie die Wall of No Shame, weil, ich muss noch dazu sagen, das komplette Thema von unserem Kubus ist nicht meckern, besser machen, what we learned. Also es geht im Prinzip um die Kultur des Scheiterns, was ein sehr verpöntes Thema ist, aber eigentlich sehr geile Inhalte mit sich bringt, weil man viel lernt dabei. Schlingen, Sief, Scheitern, der Chance. Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, das Reibspruch, aber. Meiner auch. Ich zitiere das auch am laufenden Meter, weil er hatte einfach recht. Das ist, trifft sich ja mit dem, was du sagst. Also ihr merkt übrigens, ihr seid bei Podcast gerade eben gerade nicht in diesem Pitch-Ding, sondern wir machen das hier alles so ein bisschen eher in die Laberei rein. Genau. Labern als Chance. Ja, lass uns labern. Finde ich gut. Nee, laber nicht.
Also ihr habt dann die nächsten beiden Tage auch noch das entsprechende Programm und eben das von außen auch so gestaltet, dass die Leute sich daran beteiligen können, dass ihr ein dynamisches Wachstum quasi eures Kubus, eine dynamische Veränderung dieses Kubus habt. Aber was für ein Tier kommt morgen? Kein Tier. Ja, was jetzt? Also jetzt habt ihr ja Erwartungshaltung generiert. Wir dachten ernsthaft an einen Elefanten, aber wir kriegen den nicht in die Station. Das ist viel, viel schwieriger, dafür noch einen Trainer zu bekommen. Das ist zu gefährlich. Ein Pony ist zu gefährlich? Ja. Stell dir vor, das rastet aus. Mhm. Und dann muss das irgendwer auf seine Kappe nehmen. Und ich habe darauf auch, also wir haben da keinen Bock drauf. Das ist mit Katzen, die sind ja im Internet auch sehr beliebt. Ja, aber in der Realität mag kein Mensch Katzen. Weiß ich nicht. Also ich habe zwei, ich finde die toll. Die wird auf jeden Fall eine interessante Perspektive liefern. Was passiert denn mit dem Video jetzt, was der Hund so generiert hat? Das werden wir morgen senden. Das also wird jetzt gerade geschnitten, ne, im Alex TV, beziehungsweise auch in unserem Livestream unter alex-berlin.de. Also Alex, da kann man alles sehen. Haben wir das überhaupt schon erläutert? Ist ja hier so lokales Stadtfernsehen, kann man das so sagen? Ja, genau. Kann man so sagen. Genau. Alex Berlin ist ein Stadtsender im TV und im Radio. Alles, was man im TV und im Radio sehen kann, wird auch online gestreamt. Und wir beschäftigen uns mit Veranstaltungen, die in Berlin, ja, die man in Berlin besuchen kann. Wenn man keine Zeit hat, diese Veranstaltung zu besuchen, dann kann man sich das alles nochmal angucken. Zum Beispiel die Republika, zum Beispiel der Internationale Medienkongress im vergangenen Jahr, zum Beispiel die High Berlin, und in diese Richtung geht's. Wir haben noch den politischen Bereich. Dort übertragen wir die Sitzung aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Also jedes Mal, wenn eine Parlamentssitzung ist, sind wir dabei und übertragen in voller Länge. Und das ist die eigentliche Idee dahinter. Also wir fassen, anders als im Pitch Cube, zumindest im politischen Bereich, die Sache nicht zusammen, sondern jeder kann sich es in voller Länge angucken und sich selbst ein Bild darüber machen. Gut, nächstes Jahr könnt ihr dann das Sendezentrum übernehmen. Wir üben jetzt auch schon ein bisschen mit Video. Wir arbeiten aber noch dran. Also wir üben nicht, der CCC übt, dem muss man an dieser Stelle auch mal Danke sagen, also seinem ganzen Walk-Team. Genau, wir werden hier ja dieses Jahr auch mal in Bild übertragen und nicht nur in Ton. Nicht, dass wir unsere Radiogehabe jetzt hier ablegen würden, aber zumindest kann man jetzt mal schauen, was wir hier alles Schönes gebaut haben. Claudia. Es werden hier schon total super Vorschläge gemacht bei uns im Chat, was man mit dem Hund jetzt noch alles machen könnte. Also so als Meme, es möchten bitte Leute auch das Ganze jetzt mit Google Glass noch gefotoshoppt haben. Also da ist, glaube ich, noch viel Musik drin, wenn ihr das jetzt noch so, so als Grundlage für alles verwendet, was man bei Twitter noch so raushauen könnte. Aber just saying. So, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr diesen netten Hund mitgebracht habt. Ich fand den heute Morgen wirklich so richtig schön, als ich da aufs Gelände gekommen bin und das so das Erste war, was man auch, wo so ein Raunen durch die Menge ging und alle sich irgendwie darum kristallisieren konnten. Das war sehr nett. Gute Idee. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. So, dann gehen wir auch schon eins weiter. Haben wir schon wieder neue Gäste? Ja, die sind schon ganz lange da. Die tun sich ja die ganze Sendung an, fast die ganze. Toto, kommst du mal auf die Bühne hier und... den Gegenpart haben wir, glaube ich, auch schon da. Ein Gegenpart? Wir haben ja einen iOS-Phone-Entwickler sozusagen. Achso, ich dachte schon, wir hätten hier das nächste Gate schon wieder am Start. Nein, wir haben kein Gate kein hier. Gate. So, und wir haben einen Entwickler einer Android-App. Ich hoffe jedenfalls, dass er da ist. Ich habe den Namen leider jetzt nicht. Da steht er auf. Ja, ich gucke hier so, genau, so drüber, weil ich nicht sehe. Entschuldigung. Dann würde ich dich mal hier noch auf die Bühne bitten. Wir hatten nur über einen quasi halb anonymen Twitter-Account Kontakt bis heute. So, du musst dann erst das Headset aufsetzen und dann Hallo sagen. Und dann, okay. So, und dann dein Schild noch umdrehen. Auch noch mein Schild. Genau. Oh, so, hallo. Hallo Alexander. Hallo Alexander, genau. Und hallo Thomas. Hallo. So, ihr beide. Sag aber Toto, sonst bin ich verwirrt. Genau. Du bist verwirrt, aber ich wollte. Achso, ja. Toto heißt Toto. Jetzt hast du mich verwirrt. Entschuldigung. Okay, warum seid ihr hier? Ihr habt Apps geschrieben und zwar für die Republika, weil die Republika die nicht selber schreiben wollte. Soll man das so sagen? Ja. Vielleicht könnt ihr mal kurz was sagen zum Hintergrund. Möchtest du anfangen? Kann ich machen. Ja, also die letzten Jahre gab es ja immer schon Apps irgendwie und ich war nie so richtig zufrieden. Also mit Apps, wir reden jetzt von einem Konferenzprogramm in der Hosentasche. Für dein Mobiltelefon mit idealerweise aktuellem Konferenzplan und noch ein paar Zusatzfunktionen, die so ganz nett sind. Kennt man ja auch von anderen Konferenzen.
Also ich, die letzten Jahre gab es ja immer wieder eine und war auch okay, aber ich, dieses Jahr habe ich gedacht, naja, müsste man sich mal ein bisschen kümmern. Und dann gab es diesen dieses Redata-Projekt von Michael Kreil, der zusammen mit der Republika so eine, ja, so ein offenes Datenformat vom, geschaffen hat. Und da habe ich gedacht, naja gut, jetzt musste ich mal ransetzen und das war eher so ein Hobbyprojekt und dann kam irgendwann dieser Aufruf, dass die Republika gern möchte, dass man sich beteiligt. Dann habe ich erstmal ignoriert und dann war die ab fertig, sind die dann abgerollt auf und dann haben sie mir gesagt, ja, vielleicht möchtest du dich doch noch beteiligen. Und dann habe ich gesagt, okay, habe die ab noch in den Store gekriegt rechtzeitig. Das ist das war knapp. Aber noch viel knapper war es bei dir, Alexander, oder? Ja, ja, also ich war eigentlich so am Donnerstag so dabei, meine Republika zu planen, also zu welcher Session gehe ich und was mache ich. Am Donnerstag, am der letzten ersten Donnerstag. Am letzten Donnerstag, also am 1. Mai. Aha. So, und da ging es eigentlich schon los, Webseite, okay, habe ich eine App gesucht im App Store und nichts gefunden. Und dachte ich mir erst, machst du erstmal die Arbeit, gehst in den Google-Kalender, legst jeden also Eintrag einzeln an zu jeder Session. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass sich das dann noch ändert und wieder verworfen wird in andere Location. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann bin ich dann praktisch dazu hingegangen, einfach eine App zu basteln. Und dann ging es plötzlich los, habe ich getwittert und da sagten die, hey, das ist ja cool und mach doch mal noch die Favoritenfunktion und die Funktion. Und so hat sich das dann langsam... Wie hast du am 1. Mai angefangen zu programmieren? Na, effektiv eigentlich erst am 2. Weil am 1. musste ich ja noch wandern und da am 2. ging es dann... Am 2. ging es ja erst nochmal los. Um nochmal Kontext zu bieten, heute ist der 6. Ja. Das sieht man aber auch interessante Dinge, weil offensichtlich hat der Google Play Store bei weitem nicht so lange gebraucht, um auch Updates reinzukriegen wie bei dir, Toto. Naja, Apple muss ja immer die Updates reviewen. Das Problem als iOS-Entwickler muss man so ein bisschen, lernt man so ein bisschen vorausschauen zu planen, weil du musst quasi rechnen, gerade bei einer neuen App dauert es immer ein bisschen länger, bis die approved ist. Ich mache das ja auch tagsüber, ich bin ja Mitgründer von einer iOS-Entwicklungsfirma und man hat so ein bisschen Erfahrungswerte, wie lange braucht man, um so eine App in den Store zu kriegen und man sagt so, naja, also eine Woche sollte es schon sein, besser mehr, sodass ich mein Ziel so war, eine Woche vor dem Montag müsste ich sie einreichen, ich habe sie dann eingereicht, ich glaube, da steht auch, glaube ich, wo, wann sie exakt eingereicht wurde, 1.5., genau, ist sie dann approved worden. Das Problem ist, dass man natürlich auch Bugfixes und sowas machen möchte und das dauert dann auch immer nochmal. Ich glaube, deine Favoritenfunktion. Ja, die hat so ein kleines technisches Problem. Also Sternchen ist schlecht, ne? Genau, also vielleicht nochmal hier öffentlich sagen, wenn ihr den Stern benutzt, dann speichert es die Favoriten nicht, weil ich vergessen habe, die Datenbank zu speichern in der Funktion. Man kann allerdings trotzdem Favoriten einlegen, wenn man diesen Teilen-Knopf oben rechts benutzt. Da gibt es auch nochmal Favoriten einschalten. Das passiert halt, wenn man das so neben der Arbeit immer mal abends eine Stunde macht. Ja, also ist auch total verdienstvoll, dass du das gemacht hast. Was wäre passiert, wenn du deine App erst am 1. Mai angefangen hättest oder am 2. Mai? Dann wäre die jetzt nicht da, weil also eine Woche für eine neue App muss man rechnen, wenn man die sozusagen fertig hat und einreicht. Und dann muss sie rein. Man kann bei Konferenz-Apps und so auch noch Apple bitten, mach doch mal ein bisschen schneller. Aber auch dann muss man 2-3 Tage rechnen und das gibt auch keine Garantie dafür, dass das bewilligt wird sozusagen. Das habe ich für das Update für die Favoritenfunktion auch versucht und dann haben sie gesagt, oh, ja, ist doch kein so großes Problem, hast doch Zeit. Mhm. Also wird das jetzt nichts mehr zur Republika. Alexander, hast du auch diese Redata-Geschichten dann verwendet? Oder also das heißt, dass eigentlich jetzt hier noch ein dritter Mann am Tisch sitzen müsste und denen das nicht ginge, nämlich der Michael? Und wie muss ich mir... Nee, Tim, sag du mal, ich bin gerade... Ich weiß ja nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, aber ich finde es ja schon mal interessant, dass die Republika darauf verzichtet hat, selber sozusagen sich um die Apps zu kümmern und damit quasi von vornherein auf den freien Willen irgendwelcher Entwickler gesetzt hat, dass das auch stattfinden wird. Hätte ja auch nicht klappen können. Aber ich meine, warum hast du dich da so... Okay, du hast diesen Klassiker, ne? Scratch and Itch, also du hast halt gesagt... mir fehlt was, bin Programmierer, ich baue es mir selbst. Genau, also wenn ich irgendwas mehr als dreimal machen müsste, bin ich dann dabei, ein Programm zu schreiben. Ja. Und bei der App war das halt, wie gesagt, ich habe einmal diesen Sessionplan angelegt, musste nochmal anpassen und dann nochmal anpassen, dann war es mir zu viel, dann habe ich eine App geschrieben. Und dann, wie gesagt, bei diesem Session-Durchgehen habe ich gesehen, dass da schon dieses Redata, da gibt es noch eine Vorlesung dafür und eine Session dafür. Und da bin ich halt auf diese Datenquelle zu navigiert oder gesteuert und habe dann gerade die meine App angefangen zu programmieren. Wird die denn aktualisiert regelmäßig? Also ich habe meine eigene Instanz von Redata installiert, weil das irgendwie im Vorfeld so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Serverstabilität gab. Mhm. Jetzt habe ich meine eigene laufen, deswegen. Also
meine wird alle 3 Stunden automatisch im Hintergrund aktualisiert und ich hatte eigentlich nie Probleme mit der Verfügbarkeit. Mit der Qualität, immer mit der Aktualität der Daten. Das ja, ist so. Ist 1A, also nur so zur Info, ich bin jetzt bei Version 12 meiner App. Also ich habe innerhalb. Oh, ich wäre auch so gerne bei Version 12. Und das Lustige ist auch, also nicht nur Google kann das so schnell, auch Amazon. Also ich habe das jetzt auch ein bisschen breit gefächert, also es ist nicht nur beim Google Play Store, sondern auch bei Amazon und beim Samsung schieß mich tot. Mhm. Und die sind alle recht schnell mit den Freigeben. Also müssen die das denn freigeben? Also mein Eindruck war immer, du tust es rein und dann ist es da. Ja, also es dauert nur noch mal 6 Stunden oder so, bis es dann auf allen Servern ist und bis es dann wirklich gepusht wird. Aber ein Problem bleibt, und das habe ich irgendwie bei jeder Veranstaltung. Man hat immer das Gefühl, die einzigen Konferenz-Apps, die es gibt, sind so in Version 1.0 lieferbar und zur nächsten Konferenz kriegt man dann wieder eine Version 1.0. Warum gibt es denn bitte schön keinen Standard? Und seht ihr vielleicht in dieser Maßnahme der offenen Datenbereitstellung hier einen Weg hin zu einem Standard? Weil ich meine, jede Konferenz kommt mit seiner eigenen App und das ist ja auch irgendwie auch bekloppt. Das ist zumindest mein Plan. Also ich die App selber jetzt hat halt, deswegen habe ich mich auch für das Redata-Format entschieden. Es gab ja auch von der Republika eine API, also die Redata-Daten kommen auch aus der Republika-API. Da gibt es so ein Scraper, das Projekt dafür ist auf GitHub, auf opendatacity.re-data. Auf GitHub kann man sich das anschauen. Und da ist auch der Scraper drin und so weiter, an dem habe ich so ein bisschen mitgehackt, dass alle Daten irgendwie reinkommen. Der nimmt halt die Republika-API und mein Plan ist zumindest für den CCC-Kongress jetzt im Winter und vielleicht noch für ein, zwei Konferenzen zwischendrin, wenn mir welche einfallen, da nochmal Apps zu machen, die so dieselbe Datenbasis haben, halt, die kriegen halt ein eigenes Icon und eine eigene App im Store, aber abgesehen davon brauchen die nicht viel machen. Damit man halt da mal ein bisschen weitermachen kann und mal ein paar Funktionen hinzufügen kann, deswegen bin ich jetzt auch motiviert, noch ein paar Funktionen zu bauen, obwohl jetzt gar keine Updates mehr zur Republika kommen. Ja. Also wie viele User habt ihr denn? Naja, 2 Tage haben wir ja noch. Also ich bin anderer Meinung. Du bist anderer Meinung. Warum? In Bezug auf was bist du anderer Meinung? Na, also ich finde, jede Konferenz ist Eigenart, also hat eine eigene Art und hat eine Hülle von Informationen, die man eigentlich in dieser App packen muss. Das heißt, wir haben ja nicht nur diesen Sessionplan und mit den Räumen oder so, wir haben auch das mit dem Wi-Fi. Wir haben die Aufteilung von den Räumen, wo ist die Session und alles. Das mit dem Wi-Fi, was meinst du denn mit das mit dem Wi-Fi? Na, wir haben Zusatzinformationen. Also eine Konferenz besteht ja nicht nur aus dem Sessionplan. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt, wenn man den Flyer nimmt, der hier liegt zum Beispiel, hat man auch noch einen Lageplan mit dabei. Genau, man hat noch aber das hat doch jede Konferenz. Also jede Konferenz braucht die Information, wie komme ich hier ins Netz. Jede Konferenz braucht die Information, wo ist denn hier das Klo. Also es sind doch im Prinzip alles wiederkehrende Sachen. Also das fehlt auch in dem Datenformat. Also das wäre auch, hatte ich mit Michael Kreider auch schon drüber gesprochen. Ich denke, man müsste das mal ein bisschen erweitern, dass man auch noch Location-Pläne reinbekommt und dass man dann sagen kann, okay, die Session ist in Stage J und dann findet man gleich, wo Stage J ist auf dem Plan. Also meine, so sagen wir mal, so Inspiration war so ein bisschen, Apple macht eine App für die WWDC Entwicklerkonferenz einmal im Jahr. Die ist jetzt nicht so gigantisch, finde ich. Da geht es auch noch ein bisschen zu wünschen über. Aber sie hat so die Basics, macht sie richtig. Und das war auch so ein bisschen die Philosophie bei meiner App. Ich möchte zumindest die Basics richtig machen. Und wenn man dann noch hinterher mehr machen kann, dann kann man mehr machen. Aber erstmal soll es halt funktionieren und übersichtlich sein. Ich bin anderer Meinung. Also wie gesagt, eine App muss was leisten können. Also nicht nur Session anzeigen, sondern auch sagen, wo sind die wichtigen Plätze, wo sind... Also ja gut, aber das können Sie doch dann bitte auf dieselbe Art und Weise machen. Also ich wäre ja mal froh, wenn ich so einen Conference Navigator hätte in Version 8.0, ja, den ich ja seit 3 Jahren verwende, der meinetwegen sich an den neuesten Look and Feel und heißen Scheiß anpasst, aber ansonsten vor allem durch Bugfixes glänzt und dann inkrementelle neue Features. Aber wahrscheinlich sind wir einfach von so einem Standard noch weit entfernt. Aber in gewisser Hinsicht hat die Republika da auch reagiert, indem sie jetzt auch die Daten offengelegt hat. Das ist jetzt nicht die erste, also der Kongress zum Beispiel, den du schon erwähnt hast, die machen das ja auch schon länger. Mhm. Und auch da gibt es immer noch so ein bisschen Wildwuchs. So, das ist auf jeden Fall noch was zu holen. Ne? Also seid ihr denn jetzt quasi schon gebucht für die nächste Republika, dann auch wieder die App zu machen? Also können wir dann auch gleich nachher noch die Frage weitergeben. Aber genau. Das weiß ich nicht. Also was ist gebucht? Also ich denke mal, wenn ich jetzt die Zeit habe, ist halt ein Freizeitprojekt, aber wenn ich die Zeit habe und der Code nicht so schnell altert, dann würde ich das schon wieder machen. Mhm. Also wir hoffen darauf, ne, weil es ist echt hilfreich. Also ich fand das auch alles ein bisschen unübersichtlich in der Vorbereitung. Tja, da muss noch viel getan werden. Vielen Dank fürs Hiersein auf jeden Fall an Alexander und Toto. Ja. Das war's. Setzt eure schöne Arbeit fort. Dankeschön dafür. Danke.
So, wir leiten jetzt das Finale ein mit Leuten, die hier was zu verantworten haben. Kommt doch mal zu uns. Ja, Andreas, also, und ist Johnny auch da? Ja, wir kommen gerade rechtzeitig zum Sendegate. Super. Unser Sendegate, genau. Kommt zu uns. Genau. Du darfst dahin, genau. Du musst sogar dahin, weil... Sonst läuft nichts. Genau, schön Kopfhörer aufsetzen, Mikrofon einklacken und dann Hallo sagen. Guten Tag. Hallo Johnny. Guten Abend. Guten Abend, ihr beiden. Und hallo. Also wir haben ja Andreas Gebhardt und Johnny Häusler, und viele kennen euch, weil ihr werdet hier die ganze Zeit fotografiert mit all den Stars, die hier so aufgefahren werden. Habt ihr auch schon ein Foto mit David Hasselhoff gemacht? Ich habe ein Selfie gemacht. Habe ich dir nicht gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch über Twitter erfahren, und meine erste Reaktion war so: David Hasselhoff auf der Republika? Und war tatsächlich wirklich so ein bisschen verwirrt, habe dann auch Andreas Weiß noch, Andreas eine SMS geschrieben, sag mal, was passiert da? Und, also mein Selfie mit ihm ist schon im Berliner Fenster. Ja, wir haben schon festgestellt, die Selfies. Ich bin ja gar nicht so ein Riesenfan, ich bin einfach so eine Generation drüber. Ich habe aber festgestellt, dass so Menschen, die nochmal 10, 15 Jahre älter, jünger sind als ich, die waren alle total begeistert und so. Die sind jetzt ganz neidisch. Und eigentlich habe ich das nur deswegen gemacht, Foto mit. Der ist wahnsinnig groß. Der ist wirklich fast so einen Kopf größer als ich. Ich bin 1,82, glaube ich. Und es gibt so ein Foto, wo ich so direkt vor ihm stehe. Ich meine, kann das jetzt im Radio nicht sehen. Und so hoch gucke. Das sieht aus, als ob ich vor so einem Berg stehe. Ach so, haben wir ein Videostream. Dann, genau, rück nochmal die Krawatte zurecht, die du nicht hast. Genau. Wie war euer erster Tag hier? Bombastisch. Also mir hat super gefallen. Hat alles gut funktioniert. Ja. Ich habe kein Geld. Wir haben uns hier schon über Geld unterhalten. Wir haben leider nicht zuhören können den ganzen Tag. Also das muss ich zugeben, wenn ich böse sein, bitte. Nee, das grandiose Hofgate, was uns so ein bisschen auf diese Debatte geführt hat, wie doch unsere Aufmerksamkeit, mangelnde Aufmerksamkeit hier den Diskurs zerstört. Du hast ja heute auch noch einen kleinen Talk gehalten, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber der Titel war, lass mich kurz nochmal nachschlagen, Sie werden nicht glauben, was Sie hier sehen. Und es ist so ein Vortrag, dessen Titel nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Nee, nicht ganz. Ich hab das ein paar Mal umgeworfen in den letzten zwei Wochen, habe mich dann aber letztendlich doch auf diese neueren Blogs wieder berufen, die diese Überschriften machen wie: Dieses Video wird dein Leben verändern, bei Minute 12 musste ich weinen. So, weißt du, das, was so alle auf Facebook posten im Moment. Ja, ja. Und habe dann versucht davon zu lernen und auch ein bisschen vom Fernsehen zu lernen und auch von bestimmten Apps zu lernen, und habe eigentlich ein Quizduell gemacht. Also ich habe tatsächlich ein Live-Voting, man könnte so auf so einer mobilen Website und per Twitter und sogar per SMS mitvoten zu den Fragen, die ich in dieser Präsentation hatte. Und das hat so geklappt wie im Fernsehen. Also man sah da so Balken größer werden und kleiner und so. Dann so Fragen gestellt wie: Ich pinkel unter der Dusche, ja, nein, und um da mal so ein Stimmungsbild auch zu kriegen. Ja, nein, ob die Leute das jetzt gerade machen oder tun nicht wollen? Jetzt gerade, weil sie waren ja nicht unter der Dusche, aber ob sie generell unter der Dusche pinkeln. Ah, und das war so 50-50. Und das Erstaunliche ist, dass Leute, die das nicht tun, fühlen sich ganz komisch, dann so, der neben mir pinkelt unter der Dusche, und andere sagen, wie, du pinkelst nicht unter der Dusche? Und das Erstaunliche ist, dass wenn du halt unter der Dusche pinkelst, während du duschst, irgendwie, das spart 4000 Liter Wasser pro Person pro Jahr. Wo hast du das denn ausrechnen lassen? Das habe ich von einer brasilianischen Organisation, die tatsächlich in Brasilien eine Riesenaktion dazu gemacht hat, weil sie die Leute animieren wollten, das zu tun und nicht dauernd aufs Klo zu gehen und dann irgendwie immer zu spülen. Mhm. Wenn sie sowieso schon duschen. Und insofern war das, glaube ich, ich hoffe, es war ein unterhaltsamer Vortrag, bei dem man auch was gelernt hat. Ich hatte keinen auf jeden Talk. Fall so. Du hast keinen Talk. Aber probierst du manchmal eben sowas auszureden oder lässt ihn einfach machen? Nee, der macht einfach, ist doch klar. Ja. Ist doch auch super, also warum auch nicht? Wir haben ja so gerade so ein bisschen angenommen, dass alle schon irgendwie Bescheid wissen, aber ihr beide seid ja von Anfang an nicht nur dabei bei der Republika, sondern ihr habt das ja im Prinzip alles angestoßen, und kennen deine Involviertheit jetzt derzeit gerade nicht, Johnny. Wenn du von David Hasselhoff später gehört hast, hast du dich ein bisschen zurückgezogen. Nein, nein. Nein, aber Andreas ist Geschäftsführer der Republika GmbH, die wir dann nach den ersten Jahren, wo wir es immer so ein bisschen irgendwie so hingekriegt haben, also es gab New Thinking GmbH, es gab die Spreeblick KG, und gemeinsam haben wir das irgendwie zusammengeschmissen, wobei das alles über die New Thinking gelaufen ist, was das Geschäftliche angeht. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt wirklich eine gemeinsame Firma daraus. Mhm.
Und insofern, und Andreas ist der Geschäftsführer, das heißt, dass ganz viele Entscheidungen natürlich bei ihm liegen und von ihm verantwortet werden. Weil ansonsten es gibt auch halt dann auch immer diese Good Cop, Bad Cop Situation, ja. Da, weil ich natürlich immer gucken muss, was geht nicht. Und es sind so viele Unwägbarkeiten. Ich habe es jetzt heute wirklich auch nochmal gemerkt, wie groß der Spagat halt ist zwischen den verschiedenen Akteuren, die hier halt sind. Mhm. Und das ist so eine vielschichtige Matrix, die kann man gar nicht so benennen. Also haben wir zumindest noch nie gemacht, ne, dass wir das mal runtergeschrieben haben, zu sagen, wie funktioniert diese Veranstaltung eigentlich. Aber wir wollen es nicht allen recht machen, aber wir haben da einen klaren Weg, glaube ich. Aber die Interessen sind halt extrem unterschiedlich. Und, also mit verschiedenen Akteuren meinst du dann auch sowas wie die Partner, die mit drinstecken und die Business, die Teilnehmer, ja, genau. Alles, also das ist halt sehr vielschichtig. Und wir hatten immer den gemeinsamen Konsens, dass wir sagen, wir machen eine Plattform, wo alle ihre Inhalte positionieren können, wo man darüber streiten kann. Das kann vielleicht sogar noch mehr passieren, der Streit darüber. Vielleicht kommt das ja auch jetzt beim nächsten Mal oder jetzt über diese Veranstaltung auch noch. Ich glaube, das macht den Reiz auch aus, dass also für alle, dass sie dabei sein wollen als Teilnehmerinnen, als Partner, als Journalisten und so weiter. Dass wir halt eben nicht sagen, wir stehen jetzt auf der oder der Seite oder wir sind jetzt ein so und so Event. Also ich sage immer gerne, das ist wirklich ein Festival, was wir machen, und da gibt es halt einfach Unterschiedliches. Ja, die Veranstaltung ist ja enorm gewachsen. Vor 7, 8 Jahren war jetzt die erste, also wir sind jetzt bei der 8. Republika. Mhm. Da war ich auch, das war toll, also es war irre, dieses Gefühl, man merkte einfach so vom Start weg, so genau, das war so eine Veranstaltung, die hat einfach gefehlt, so, da war so eine Kernzielgruppe am Start, ja, Bloggerkonferenz hieß es ja dann immer gleich, aber es war irgendwie sofort klar, alle fingen an vom nächsten Mal zu reden, was ja mal das beste Zeichen ist, dass eine Veranstaltung halbwegs gelungen ist, und dann ist es doch sehr schnell gewachsen, und jetzt seht ihr euch ja sicherlich auch häufig schon, nicht nur dieses Mal, so immer vor dieser Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser Veranstaltung? Was ist hier eigentlich das Leitmotiv? Hält die Veranstaltung die Vergrößerung aus? Und wie ist es eben mit diesem Spagat, wenn man auf einmal mehr mit Sponsoren reden muss, weil das alles teurer wird? Könnt ihr vielleicht mal beide mal so euren Blick darauf, was ist die Republika und wo soll sie hin? Und vielleicht auch, wo ist sie gerade, liefern? Würde mich mal sehr interessieren. Also ich habe das ja eben schon gesagt. Ne? Also die für mich ist es eine Plattform, wo unterschiedlichste Akteure zusammenkommen können. Und vor allen Dingen, also meine Maxime, und da wird mir Johnny hoffentlich zustimmen, ist, dass wir halt ein Event machen, auf das wir auch selber gehen würden. Also das war eigentlich, das ist der... Ja, aber es ist ja eine sehr unscharfe Definition. Nö, das finde ich überhaupt nicht. Das ist ja emotional, und dadurch ist es vielleicht auch gar nicht so greifbar, was es bedeutet. Das heißt, es muss immer eine Mischung haben, es muss immer ein Teil von jeweils uns sein. Es ist halt eben nicht... primär Einnahmequelle oder primär ein Community-Event oder primär, also es hat halt eben Bestandteile von allem, und darauf ziehe ich mich auch immer gerne zurück, wenn wir darüber diskutieren oder gegenüber anderen, dass das halt eigentlich der Kernpunkt ist, worum es geht. Das ist halt, dass wir vier, die das mal gegründet haben, damit wohlfühlen, so wie es ist. Und da sind wir uns ganz häufig auch nicht einig, und es läuft in die eine oder die andere Richtung, und das ist auch normal. Wenn es das nicht gäbe, neben halt diesem Momentum, was du beschrieben hast, eben, dass die Community, diese Blogger-Treffen-Community damals halt immer mal wieder einen mehr mitgebracht hat in den Folgejahren, und das ist eine These, die man halt haben kann, dass es dadurch, dass das Event auch eben wachsen konnte und auch stabil wachsen konnte, im Sinne von, das ist kein Hype, sondern da ist halt Substanz und deswegen fühlt es sich gut an. Das ist halt die Mischung, also aus Lucky Punch, in dem richtigen Moment halt die richtigen Leute insgesamt da zusammen zu haben, aber das auch immer zu versuchen, wirklich aus der Teilnehmerinnenbrille zu sehen. Also ich glaube, man kann auch mal 8 Jahre zurückgehen in New Thinking, die in der Open Source Community sehr stark sind, haben damals schon Veranstaltungen gemacht, Webmontage und andere kleinere Events, und dann sind mehr dazugekommen. Wir haben mit Spreeblick die Futura Bold damals gehabt, so ein paar Jahre lang, wo wir unregelmäßig so eher kulturelle Events gemacht haben, Lesungen und Konzerte und so eine Geschichten. So, und von heute aus gesehen war es total logisch, das mal zusammenzuschmeißen und da gemeinsam was zu machen. Haben wir natürlich damals einfach so gemacht. Da saßen wir am Tisch und dachten, müsste mal, und da kommen bestimmt ein paar Leute und so. Aber da sieht man so, dass wir ja irgendwie auch verschiedene Bereiche der Interessen haben, die heute auch immer noch genau so zusammenfließen. Und die Frage des Wachstums,
Es gab schon irgendwann mal so, ich weiß gar nicht, ob die groß diskutiert wurde, aber es gab schon mal die Frage, Kalkschorle ist schon eigentlich toll und es macht so viel Spaß, wollen wir das nicht klein halten? Aber ich habe schon mehrere Projekte in meinem Leben gemacht und habe festgestellt, immer wenn man versucht, was in irgendwie eine andere Richtung zu zwängen, als es automatisch läuft, dann geht das schief. Und wenn wir versucht hätten, die Republika klein zu halten, wäre es ein echt komischer, elitärer Event geworden, weil dann hättest du entweder vorher wissen müssen, der besorgt mir ein Ticket, oder du hättest vorher wissen müssen, an dem und dem Zeitpunkt muss ich darauf klicken, damit ich schnell dabei bin. Und dann wären ganz viele Leute vor der Tür geblieben und das wäre einfach nicht fair gewesen. Und deswegen haben wir, also ich habe für mich habe ich beschlossen, das soll so wachsen, wie groß es werden kann und so groß, wie wir das handeln können und so groß, wie es sich nicht komisch anfühlt und wir sagen würden, nee, das ist es einfach nicht. Und das hat natürlich unter anderem dann auch mit finanziellen Fragen zu tun, weil klar ist, dass du sowas nicht mehr machst mit ein bisschen Selbstausbeutung und ein bisschen nebenbei arbeiten oder so. Da ist ein Riesenteam inzwischen dran, was streckenweise das ganze Jahr im großen Kern, aber 6 Monate daran arbeitet. Und da hat man auch Verantwortung. Es sind auch Leute, die werden richtig bezahlt für ihre Arbeit. Das ist also nicht, dass man irgendwie sagt, ey, mach mal mit, weil die Republika ist so cool. Die Helferinnen und Helfer, die am Ende dazukommen, kriegen halt in Anführungsstrichen nur, aber immerhin das Ticket für 3 Tage, arbeiten dafür 1 Tag, was, glaube ich, ein fairer Deal ist, wenn man sagt, ich kann mir das Ticket nicht leisten. Ja, und da muss man natürlich hier und da, ist das schwierig, weil du plötzlich über ganz andere Summen reden musst und auch mit Partnern reden musst, wo man dann schon mal ein Jahr am Tisch sitzt, bevor sich was bewegt. Aber ehrlich gesagt, diese Mischung macht auch Spaß. Du hast es von elitärer Entwicklung, also beziehungsweise wäre zu einem elitären Zirkel geworden. Das ist ja eine Sicht auf das. Ich habe heute Morgen, Radio war so eine der ersten Ankündigungen, die Republika, das Filetstück der Berlin Web Week. Und fühlt ihr euch da in dieser Rolle noch wohl? Das ist ja quasi ein anderer Vorwurf, oder noch nicht mal Vorwurf, sondern eine andere Bezeichnung von Elite dann. Ich muss sagen, für mich ist das Allerwichtigste, immer hier vor Ort zu sein und mit den Leuten zu reden und zu gucken, macht das Spaß? Fühlen die Leute sich wohl? Geht es ihnen gut? Oder gucken sie irgendwie gelangweilt auf die Uhr und gehen wieder oder so. Und solange ich den Eindruck habe, der natürlich sehr subjektiv ist, und ich wollte jetzt gerade sagen, zu mir kommen die Leute nicht und meckern, aber es stimmt nicht. Ich habe heute schon auch 3 Gespräche geführt, wo viel Kritik an ganz kleinen Punkten geübt wurde, was wir auch immer aufnehmen. Insofern, für mich ist wichtig, was hier vor Ort passiert. Wir hatten in einer Republika vor 2 Jahren mal wahnsinnig Probleme mit dem Internet. Und das bedeutete, dass die ganzen Berichte sozusagen von außen kamen. Das heißt, alle Leute, die über die Republika geschrieben haben, waren nicht da. Und das hat ein wahnsinnig negatives Bild abgegeben. Ich habe auf Twitter nur gelesen, irgendwie, was für ein Scheiß und der ist ein Idiot und so. Ich habe gedacht, warte mal, aber hier sind alle Leute zufrieden, Applaus, die Talks sind gut, irgendwas stimmt da nicht. Bis wir festgestellt haben, es wurde von außen berichtet und nicht aus der Konferenz, aus dem Festival heraus. Und in dem Moment, wo das funktioniert, überträgt sich die Stimmung, glaube ich, auch nach außen. Und das ist mir das Wichtigste. Also vielleicht nochmal eingehend auf diese Webweek-Frage. Das ist ja so eine Weekenitis in Berlin, dass man halt irgendwie permanent irgendwelche Weeks hat. Und wir hier gibt es ja auch noch einen anderen Event, genau hier in der Station, was auch in der Week ist. Und wir haben mal so ganz lose gesprochen, auch nochmal über diese Weeks. Und das ist natürlich mehr Fluch als Segen. Auch wenn wir jetzt nachher hier die Web Week Night Party machen, ist es natürlich nicht immer ein auf Augenhöhe Deal, was große Events wie eine Premium, die hier stattfindet, oder eine Republika, die wir machen, als Zugpferde genutzt werden für so eine städtische Geschichte, weil jeder weiß, Berlin ist halt von den Institutionen, die Sachen unterstützen können, finanzieller Art, äußerst kompliziert. Und da ist ja Erbhöfe und das kann man 3 Sendungen drüber machen. Und da muss man immer abschätzen, wie weit man sich auf sowas einlässt und nicht. Und meine Policy ist da, in der Geschäftsführung zu gucken, dass klar ist, wer ist Koch und wer ist Kellner. Und wir machen unser Ding, unser Gericht, und die können das gerne irgendwie mit distributieren. Aber so rum läuft es. Ne? Und das ist auch, glaube ich, so, wie wir immer gearbeitet haben, dass wir halt auf uns schauen und sagen, wir wollen das und das und das machen. Das sind unsere Inhalte. Und wenn dann andere davon mit partizipieren wollen, perfekt und schön. Aber wenn nicht, dann auch nicht.
Aber abgesehen von dieser Berlin Web Week sind ja jetzt auch noch andere Subkonferenzen und Anschlussveranstaltungen mit in die Republika hineingewoben worden. Das ist ja nochmal was anderes als diese... Ja, komplexer diese, Vorgang war das ja. Ja, also was war denn da die Intention? Naja, einmal denke ich nochmal mehr Leute an den virtuellen Tisch zu holen, also eben aus der klassischen Medienbranche. Das hat auf jeden Fall für die gut funktioniert, eine andere Luft zu schnuppern. Mit der Media Convention jetzt und da einen Austausch zu suchen. Und ich bin sehr gespannt, wenn Deutschland und Linux-Tag jetzt am Donnerstag hier starten auch, wie das funktioniert. Also mein Ansatz war da zu sagen, okay, wir haben eine klassische Medienwirtschaft und wir haben eine Open-Source-Technologie-orientierte Entwicklerszene. Das passt zu uns, ist nicht unsere Kerngeschichte, weil wir halt eben so breit als digitale Gesellschaft das verstehen, was wir hier machen. Aber dann eine Stärkung, kann ich nichts Negatives dran sehen, außer dass es extremen logistischen Aufwand bedeutet, das alles halt miteinander zu verweben. Aber ja, wird sich jetzt dann in den nächsten 48 Stunden zeigen, ob wir das gestemmt kriegen oder nicht. Ich finde das super. Das wäre auch, also was du sagst, ob ihr das gestemmt kriegt, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Wie, also du hast gerade gesagt, Johnny, wir machen das so lange und wir lassen das so lange generisch wachsen, bis wir es selber nicht mehr handeln können. Ab wann, glaubt ihr, ist der Punkt erreicht? Ist das jetzt schon mal so ein Testlauf mit den ganzen anknüpfenden Veranstaltungen, wo man gucken muss, ob es geht oder nicht? Wir oder? Wachsen ja mit. Mhm. Also es ist ja auch so, dass das Team mit der Veranstaltung wächst, dass unsere Erfahrung wächst. Und insofern ist es ja nicht so, dass man noch auf dem gleichen Stand ist wie zur Republika 2007. Mhm. Also das gilt geschäftlich, das gilt, was die Logistik angeht. Und natürlich versucht man da immer noch zu gucken, ja, was kriegt man hin? Und dann klappt vielleicht auch mal irgendwas nicht. Also kann auch passieren. Für uns war auf jeden Fall der Knackpunkt, hier in die Station zu gehen vor, vor zweieinhalb, drei Jahren. Deswegen haben wir ja auch die gemeinsam, also dann sozusagen auch aus Sicherheitsgründen diese gemeinsame Firma gegründet, um das halt abzusichern, weil wir innerhalb von einem Jahr quasi die Kosten verdoppeln mussten, um das überhaupt hier zu stemmen. Mhm. Und da sind wir jetzt vielleicht an einem Punkt, wo man halt bewerten muss, wie geht es halt dann nächstes Jahr weiter oder übernächstes Jahr. Aber ich habe heute den Eindruck, dass sich alle wohlfühlen oder dass halt in über 90% der Fälle alle sagen, wow, das ist eine tolle Veranstaltung und das macht Spaß, hier zu sein. Und solange das der Fall ist, ich glaube, das ist so Benchmark, was Johnny meint, ja, wenn sich das halt irgendwie nicht mehr so anfühlt und ganz, ganz viele sagen so, okay, ich darf da nicht mehr auf dem Hof, deswegen seid ihr Kacke, dann müssen wir darauf eingehen, aber es ist eine Balance, wie ich es eben schon geschrieben habe. Man muss halt, für das Konzept, wie wir es haben, ist es eine Balance. Und, man darf auch immer nicht vergessen, dass ich finde, dass es was Spaß macht daran, Dinge auf die Beine zu stellen. Das ist halt auch, ich muss echt zugeben, ich hoffe, das klingt nicht komisch, aber wenn es nicht wachsen würde, fände ich es auch komisch. Also ich finde schon, dass es so ein bisschen so diese Bestätigung braucht. Man muss ja auch klar darüber sein, wenn wir jetzt in einem nächsten Jahr zum Beispiel auch nur die gleiche Besucherzahl hätten wie im Jahr zuvor, dann wäre es ja schon wahrscheinlich für viele Medien irgendwie ein Misserfolg oder dann dieses, die Republika ist tot. Stagnation, genau. Ehrlich gesagt, selbst nehmen wir mal an, wir haben hier jetzt in diesen Tagen 6.000 Menschen und es gibt die Republika in 5 Jahren und da sind 4.000 oder auch 3.000. Wenn das trotzdem funktioniert, wenn es trotzdem spannend ist, wenn es trotzdem Spaß macht und wenn dabei irgendwas passiert und rüberkommt, ist das auch in Ordnung. Die Reaktion der Medien wäre wahrscheinlich eine andere, keine Ahnung. Aber solange ist auch letztlich nicht so wichtig. Also solange sich was bewegt, auch inhaltlich und so, solange soll es okay sein. Und stemmen können wir, glaube ich, also das funktioniert jetzt und dann funktioniert es auch. Morgen die Weltherrschaft. Das ist die, Die Innenwirkung ist wichtig. Sollen andere machen. Die Innenwirkung ist wichtig, so lese ich das jetzt mal aus deinen Worten. Das ist schön zusammengefasst. Die Außenwirkung ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, auch wenn man aufs Programm schaut, und das ist ja nicht erst dieses Jahr so, politische Themen spielen auf der Republika auf jeden Fall auch immer eine recht große Rolle. Ich würde sagen, gerade dieses Jahr ist es gerade am Anfang relativ stark schon so ausgerichtet worden, da sieht man wirklich eine Handschrift in der Programmplanung. Was ist eure Wahrnehmung, wie die Wahrnehmung der Republika in einer breiteren Gesellschaft über diese Medienberichterstattung denn ist? Spielt es eine Rolle? Habt ihr da Erfahrungen sammeln können? Ich find's natürlich wichtig. Also ich bin aber jemand, der immer auch irgendwie mit Musik machen und so, mir war das schon immer wichtig, darüber zu lesen, wie sehen
Dritte das, die ich nicht persönlich kenne, die von außen auf das gucke, was ich da mache. So, wie sehen die das? Und natürlich fühlt man sich dann manchmal auch ungerecht behandelt und sagt, was für ein Idiot, stimmt doch gar nicht und so. Aber wenn man dann 3 Nächte drüber geschlafen hat, ist vielleicht doch was dran und man kann drüber nachdenken und so. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, was die da draußen denken, ist mir egal. Ist bei mir nicht so. Ich lese das alles und interessiert mich auch, wie die Wahrnehmung ist. Es hat mich in den ersten Jahren wahnsinnig verwirrt, sage ich mal, dass speziell die etablierteren Medien das immer so versucht haben, irgendwie unwichtig zu machen. Also ich weiß nicht, wie oft ich in den ersten Jahren die Pressefrage beantworten musste, ob wir hier nicht so im eigenen Saft kochen, weil es ist ja alles nur so diese ganzen digitalen Themen, wo ich immer dachte, ja, aber es ist ja auch die Konferenz dafür. Also auf einem Ärztekongress sagst du ja auch nicht, na, die reden ja nur über Medizin. Insofern, das hat mich am Anfang stark verwirrt. Das hat jetzt seit 2 Jahren ist das viel besser geworden, finde ich. Also man muss ganz klar sagen, dass die Leute, mit denen man spricht, auch aus den klassischeren Medien, sind ganz viele Leute dabei, die sich richtig auskennen, die richtige Ahnung haben und die auch spannende Fragen stellen. Aber habt ihr auch den Eindruck, dass sozusagen die Veranstaltung auch so Teil des politischen Diskurses wird? Das ist vielleicht ein etwas überhöhtes Ziel, aber... Ich glaube, wenn ich da jetzt Ja sage, dann klingt das irre arrogant. Ich glaube, längst noch nicht genug. Also ich würde mir da mehr wünschen. Andreas? Also ich finde es zentral, dass wir irgendwie da auf, in Anführungszeichen, auf uns gucken. Also eben, dass die Außenwahrnehmung theoretisch dementsprechend kann dem, was wir tun. Ich habe da keinen Einfluss drauf, was Medienhäuser, Medienkonzerne mit eigenen Interessen aus dem machen, was wir hier tun. Ich bin auch absolut konfliktbereit, was das angeht, wenn es zu dem Punkt kommt. Das ist ja jetzt durchaus auch heute sehr zugespitzt, was passiert. Also was passiert ist in den Sessions, was gesagt wurde, was diskutiert worden ist. Also ich will nicht eine Veranstaltung haben, die irgendwie everybody's darling ist. Und wenn da jemand das doof findet, was wir machen, finde ich das akzeptabel. Zeigt aber auch nur, dass da eine gewisse Relevanz da ist. Und die können wir, glaube ich, für uns halt irgendwie auf der Habenseite vermerken, dass wir die haben, einfach nur dadurch, dass halt überall darüber gesprochen wird. Und das kann, da stimme ich Johnny zu, das kann auch noch mehr werden, aber da möchte ich auch gar keinen Druck haben, dass es jetzt mehr werden muss, wenn es sich so entwickelt, wunderbar. Ich finde wichtig, dass halt die vielen, vielen relevanten, wichtigen Leute, die halt im Netz bisher viel deutschsprachig, aber auch jetzt mittlerweile immer internationaler einfach einen Ort haben, wo klar ist, dass man sich halt irgendwie unter Freunden trifft, unter Freundinnen und man gewisse Werte teilt. Und da fand ich jetzt Sascha Lobos Talk eben ganz gut gegenüber den Vorjahren. Auf jeden Fall schon mal das halt nochmal zu thematisieren, wie man sich selber halt so versteht. Und ich finde, es gibt ganz viele Sachen. Heute Morgen bei der Eröffnung hat Björn Böning da gestanden und hat ja eigentlich sehr deutlich gesagt, als Vertreter der Stadt sozusagen, hat sehr deutlich gesagt, bitte wehrt euch auch gegen staatliche Kontrolle, kämpft für die Freiheit des Netzes. Und allein, dass der sich hinstellt und sowas sagt, finde ich schon, kann man jetzt sagen, alles Lippenbekenntnisse oder so, die übliche Kritik. Aber ich finde allein, dass sowas auf dieser Bühne vor so vielen Leuten gesagt wird, ohne Wenn und Aber und nicht mit, naja, wir müssen aber auch aufpassen, so, finde ich schon eigentlich durchaus zitierenswürdig und muss man morgen gucken, ob das passiert ist. Ich habe immer den Eindruck, so wir sind schon alle sehr vorsichtig irgendwie, also mit dem sich selber feiern. Und wenn dann mal ab und zu der Vorwurf kommt, dass die Republika sich zu sehr selbst feiert, dann denke ich, wunderbar. Das ist so ein bisschen was man teilweise von amerikanischen Unternehmen und aber auch Bloggerinnen und Bloggern und Podcasterinnen und Podcastern und so lernen kann. Ruhig mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Ja, wir machen das. Also wir nehmen hier keinen Blatt vor den Mund. Ja, das Sendezentrum ist total großartig. Und, ja, wir haben es auch nur von euch bekommen. Also, genau. Danke geht auch wieder euch. Genau. Oh, Gesinnungsjournalismus. ja, könnte man das jetzt unterstellen. Nee, aber was ich schön fand übrigens, das muss ich glaube ich auch nochmal gesagt werden, ist, ihr habt den Affenfelsen wieder auferstehen lassen. Der war doch nie weg. Ja, letztes Jahr war er nicht so da. Naja. Der Affenfelsen war vielleicht ein bisschen wackeliger. Aber, du möchtest jetzt Wahrnehmung erklären? ich glaube für unsere Zielgruppe nicht. Aber nein, okay. Wir haben ihn massiv ausgebaut. Man muss schon sagen, dass in der Mitte der großen Halle, wo man quasi reinkommt, habt ihr ja Wald hängen und dann eben einen zentralen
Stelle, wo man nicht nur seine Geräte aufladen kann, sondern sich auch treffen kann, zusammen hinsetzen kann. Und der wurde viel gerühmt. Das erste Jahr, glaube ich, wo hier die Republika war und in der Station. Und das wurde ein Jahr später vermisst. Und offensichtlich hört ihr so auf die Leute. Und das finde ich auch schön. Der Begriff Affenfersen ist auch nicht von uns, ne? Der ist, auch nee, der ist einfach halt, ne? So entstanden. Ja. Ja, der war irgendwie gleich klar. So wie Hofgate. Ja, so wie Hofgate. Wir machen hier Sendegate. Wir machen Sendegate. Genau, jetzt machen wir die Stühle sind auch wieder da. Jetzt machen wir aber Schluss. Genau, genau, jetzt machen wir Sendeschluss. Vielen Dank, Andreas und Johnny, dass ihr danke da wart. Euch. Vielen danke Dank euch, fürs Zuhören. Das war die erste Sondersendung hier aus dem Sendezentrum. Morgen geht's weiter mit Ralf und Claudia. Ich mache dann eine Pause. Und ja, das war's, oder? Ich habe noch einen Aufruf. Ich möchte gerne Winkelkatzen haben. Wer schöne Winkelkatzen hat in ungewöhnlichen Formen, leihe sie uns bitte morgen was, aus. Was, noch danke. Mehr als die ja, eine? Ich möchte hier eine Batterie haben. Oh je. Du bist doch eh nicht da. Irgendwann fangen die aber an, Lärm zu machen, wenn du ganz viele davon die, hast. Die sollen eigentlich auch nur nachts stehen. Also wir haben ja hier, okay. Ne? Also ich habe da eine Idee. Das ist die Sendekatze. Na gut. Ich habe noch eine, ich guck mal. Wir sagen tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.